So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Streitwertveranstaltung Gleichstellungsprojekt Europa, großer Wurf oder herbe Enttäuschung begrüßen. Ich bin Henning von Bargen vom Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich bevorzuge das Pronomen er. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere GesprächsteilnehmerInnen des heutigen Abends. Esther Kovacs von der ELTE-Universität in Budapest, Terry Reinke, Mitglied des Europäischen Parlaments und der Fraktion Grüne, EFA, Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat, dort zuständig für internationale Gleichstellungspolitik, Karen van de Kerkhove, Leiterin der Abteilung für Gender Equality in der EU-Generaldirektion Justice and Consumers. Kann sein, dass sie noch nicht ganz da ist. Sie kommt gleich dazu. Und nicht zuletzt Dr. Petra Ahrens von der Tampere-Universität in Finnland, die uns gleich mit einem Impulsvortrag in das Thema des Abends einstimmen wird. Die Moderation wird nach meinen einführenden Worten die Journalistin Caroline Ausserer übernehmen. Um die Barrierefreiheit zu erhöhen, wird diese Veranstaltung simultan Deutsch-Englisch übersetzt und auf einem Live-Pad Deutsch-Schrift gedolmetscht. Ich begrüße und bedanke mich jetzt schon herzlich bei Astrid Gese und Silvia Schreiber vom Übersetzungsbüro Akzent sowie bei Babette Chemnitz-Hille und Jana Meyer-Christitsch von Hörsicht, die Schriftdolmetscherinnen, die diese wichtige Aufgabe heute Abend übernommen haben. Nochmal allen ein herzliches Willkommen. Was erwartet Sie heute Abend inhaltlich? Die GründerInnen der Europäischen Union hatten die Vision eines friedvollen und vereinigten Kontinents, Freiheit und Demokratie, Menschenrechte, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit für alle ist das Ziel. Europa steht allerdings angesichts diverser Krisen vor verschiedenen Herausforderungen, diese Vision zu stärken. Es geht darum, bürgerliche Freiheiten und Rechte gegen staatliche Kontrolle des täglichen Lebens zu verteidigen, die Klimakrise zu bewältigen, die EU-Flüchtlingspolitik zu korrigieren, der Menschenfeindlichkeit rechtsextremer und rechtspopulistischer Strömungen zu begegnen, Diskriminierung und Rassismus auf vielen Ebenen zu beseitigen, insbesondere von LGBTIQ+-Personen und das Primat der Demokratie, Geschlechterdemokratie herzustellen. Dazu gehört auch eine Politik der guten Nachbarschaft, der globalen Geschlechtergerechtigkeit und des Schutzes der Menschenrechte zu verfolgen, ebenso wie zivile Konfliktprävention und multilaterale Konfliktlösungen unter Einbezug von Genderperspektiven zu suchen. Alles große und wichtige Aufgaben, wie Sie wissen oder sich vorstellen können. Von der Umsetzung sind wir weiter entfernt denn je, nicht nur wegen der gegenwärtigen Corona-Pandemie. Im März letzten Jahres stellte die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen ihre Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum von 2020 bis 2025 vor. Stichpunkte dazu: geschlechterbezogene Gewalt soll beendet werden, Geschlechterstereotype bekämpft werden, ebenso das Lohn- und Rentengefälle zwischen den Geschlechtern. Betreuungs- und Pflegeaufgaben sollen fairer verteilt werden, Geschlechterparität in Entscheidungsprozessen und in der Politik soll eingeführt werden. Und die Strategie verfolgt dabei einen zweigeteilten Ansatz: Gender Mainstreaming, uns bekannt. Und das ist neu, eine intersektionale Perspektive in allen wichtigen Initiativen der EU-Politik. Auch die deutsche Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 hatte einen Schwerpunkt auf die Gleichstellung der Geschlechter gelegt und wollte Aspekte berücksichtigen, wie zum Beispiel Sichtbarkeit, gleiche Chancen in finanziellen Förderplänen, Rollenleitbilder, Teilhabe in Entscheidungsprozessen, gute Beispiele der Stärkung von Frauen, gleiche Bezahlung, Beendigung von Gewalt gegen Frauen. Die Reaktionen von Frauen- und gleichstellungspolitischen AkteurInnen auf die EU-Strategie und auch die
Vorhaben der Ratspräsidentschaft waren geteilt. Begrüßt wurde zum Beispiel, dass die neue Strategie einen ambitionierten Aufbruch signalisiert nach Jahren von Sparmaßnahmen und des Stillstands. Gerade die Corona-Krise zeige, wie wichtig eine konsequent umgesetzte Gleichstellungsstrategie ist, um einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse entgegenzuwirken. Kritisiert wurde aber zum Beispiel unter anderem, dass der Schutz von sexuellen und reproduktiven Rechten überhaupt nicht erwähnt wird und insgesamt konkrete Aktionspläne mit Zielen und klarer Koordination fehlen. Letzteres spiegelte sich zum Beispiel in einer geschlechterblinden politischen Maßnahme zum Umgang mit dem Coronavirus wider. Ich denke, wenn die EU weiterhin ein Gleichstellungsprojekt mit Vorbildcharakter sein will, dann muss sie politisch und in der Umsetzung deutlich mehr tun als bisher. Und die Corona-Pandemie hat die notwendige Debatte um die geschlechterpolitischen Ziele und deren Umsetzung aus den Medien gedrängt. Aber die Frage bleibt eben, ist die EU in Zeiten von Rechtspopulismus, Rassismus, Antifeminismus und antidemokratischen Entwicklungen in einigen Mitgliedstaaten immer noch ein Gleichstellungsprojekt mit Vorbildscharakter? Und das wollen wir mit unseren Gästen heute Abend diskutieren. Bevor ich an Caroline Ausserer übergebe, noch ein paar organisatorische bzw. technische Hinweise. Sie können sich an der Veranstaltung mit Fragen und kurzen Statements beteiligen. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Hand. Diese finden Sie, wenn Sie in der Menüleiste unten auf TeilnehmerInnen klicken und im dann öffnenden Fenster die Hand anklicken, unten. Wir schalten Sie dann mit Ton dazu. Sie können Ihre Fragen auch gerne schriftlich stellen. Klicken Sie dazu im Menü den Button Fragen und Antworten an, F und A. In dem sich dann öffnenden Fenster können Sie Ihre Nachricht eintippen. Sie können dort auch die Fragen sehen, die andere TeilnehmerInnen stellen und so gegebenenfalls Doppelungen vermeiden. Bitte schreiben Sie dazu, an wen sich die Frage vor allem richtet. Das Moderationsteam wird versuchen, entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind eine sehr große Runde und haben auch nur begrenzt Zeit. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder auch im Fragenchat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das, wider Erwarten, nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu auch das Fragentool bzw. den Chat nutzen, den Sie im Menü, in der Menüleiste finden. Ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video- oder Tondokument online gestellt. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich bereit, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. So, damit genug der Vorrede. Ich übergebe nun an unsere Moderatorin Caroline Ausserer. Hallo. Ja, hallo. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum Online-Streitwertgespräch des Gunda-Werner-Instituts zum Thema Gleichstellungsprojekt Europa, großer Wurf oder herbe Enttäuschung. Mein Name ist Caroline Ausserer und ich bin neben Moderatorin auch Journalistin und Diversity-Trainerin und freue mich, Sie heute durch diese Veranstaltung zu führen. Wie Henning eben schon einführend gesagt hat, wollen wir heute über die neue EU-Gleichstellungsstrategie sprechen. Diese hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, ein Europa der Gleichstellung zu schaffen. Kann das mit den geplanten Maßnahmen gelingen? Wir wollen auch über die deutsche Ratspräsidentschaft im letzten Halbjahr sprechen. Da hatte Deutschland zwar angekündigt, einen Schwerpunkt auf das Thema Gleichstellung der Geschlechter zu legen, doch die Corona-Pandemie hat die politische Agenda des letzten Jahres bestimmt und bestehende Ungleichheiten verstärkt. Was wurde also bisher geschlechterpolitisch von der EU-Kommission und während der deutschen Ratspräsidentschaft auf den Weg gebracht und was nicht? Darüber wollen wir diskutieren in den nächsten eineinhalb Stunden.
Aber zuerst nochmal freue ich mich auf den Impulsvortrag von Dr. Petra Ahrens. Und Dr. Petra Ahrens ist Senior Researcher an der Tampere University in Finnland. Sie hat an der Humboldt-Universität zu Berlin zu europäischer Gleichstellungspolitik promoviert, war dort auch als Postdoktorandin tätig und war im Anschluss Marie Curie Fellow und Gastprofessorin für vergleichende Politikwissenschaft sowie für Gender und Diversity an der Universität Antwerpen. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik in der Europäischen Union sowie Gender Mainstreaming, transnationale und europäische Zivilgesellschaft sowie Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Sie wird nun über die europäische Gleichstellungsstrategie und die deutsche Ratspräsidentschaft sprechen. Bitte, Frau Dr. Ahrens. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr nette Begrüßung. Ich bitte zu entschuldigen, dass ich das Video ausschalte. Ich habe jetzt gerade schon bei den einführenden Beiträgen gemerkt, dass bei mir manchmal es etwas ins Stottern kommt und ich möchte doch vermeiden, dass Sie mich nicht vollständig hören können. Wie von Caroline Aussacher schon gesagt, werde ich einen kurzen Impulsvortrag halten zur europäischen Gleichstellungsstrategie und zur deutschen Ratspräsidentschaft. Vielleicht ist es nochmal wichtig zu wissen, dass so eine Gleichstellungsstrategie oder Politikprogramme, gleichstellungspolitische Programme nicht etwas Neues sind. Sie existieren bereits seit 1982 in der Europäischen Union, also weit über 35 Jahre hinaus. Und deswegen lohnt sich ein Blick auf Kontinuitäten und Neuerungen, auf Zuständigkeiten und auch, wie sich das auf die deutsche Ratspräsidentschaft auswirkt oder damit verbinden lässt. Wenn wir uns zuerst die Kontinuitäten anschauen, da hat Henning von Bargen gerade eben schon die Schwerpunkte nochmal genannt, die hier auch in chronologischer Auflistung nochmal zu sehen sind, wie sie in der Kommissionsmitteilung auch aufgeführt worden sind. Ich habe sie etwas verkürzt, um nochmal deutlicher zu machen, was darunter gefasst worden ist. Auch hier ist es vielleicht erstmal deutlich zu sehen, alle Themen, die hier auftauchen, sind auch schon vorher in den anderen Gleichstellungsstrategien enthalten gewesen. Manche schon seit 1982, wie insbesondere der Teil zu Arbeitsmarkt, aber auch zu Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu Sorgearbeit und gleichberechtigter Teilhabe in diesem Bereich. Andere sind erst später hinzugekommen, wie zum Beispiel Geschlechtergleichstellung in der Außenpolitik, was erst 2006 in einer Strategie enthalten war. Auch weiter eine Kontinuität ist der Bezug zu Gender Mainstreaming und zu positiven Maßnahmen. Insofern finde ich, was sich eigentlich zeigt, ist, dass die Kommissionsmitteilung eher nicht nur auf einen zweigeteilten, sondern auf einen dreigeteilten Ansatz hinzielt, nämlich Gender Mainstreaming und positive Maßnahmen und dazu horizontal noch Intersektionalität oder eine intersektionelle Perspektive, so wie es benannt wird. Was auch eine Kontinuität ist, ist, dass die potenzielle Finanzierung benannt wird über die europäischen Strukturfonds zum Beispiel, über verschiedene andere Programme in verschiedenen anderen Politikfeldern, aber keine genaue Mindestsumme mehr benannt wird. Das, muss man sagen, war zu Beginn der 2000er Jahre anders. Dort gab es noch Aktionsprogramme mit einem festgelegten Budget, aber wir wissen jetzt nicht, wie viel Budget tatsächlich zur Verfügung steht, um die Planungen dieser Strategie umzusetzen, was natürlich die Einschätzung etwas schwieriger macht. Wenn wir uns die Neuerungen angucken, auch da sind schon einige ernannt worden. Zum einen muss man ganz klar sagen, der deutlich und sichtbare Einsatz durch die neue Kommissionspräsidentin von der Leyen schon in ihrer Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament ist tatsächlich etwas, was neu ist, was es in der Form oder in der Ausdrücklichkeit bei den vorherigen Kommissionspräsidenten nicht gegeben hat und damit Gleichstellung sicherlich einen anderen Stellenwert einräumt oder jedenfalls formal oder offiziell einräumt. Was auch neu ist, beziehungsweise was man sehen kann, ist, dass Richtlinienvorschläge, die lange blockiert worden sind, jetzt wieder aufgegriffen werden sollen, insbesondere zu
der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft, aber auch die Antidiskriminierungsrichtlinie soll wieder reaktiviert werden. Es soll neue Maßnahmen geben, neue Initiativen geben, insbesondere zum Abbau der Entgeltungleichheit. Hier ist interessant, dass hier auch zum Beispiel bis Ende 2020 ein Vorschlag vorliegen sollte, auf den wir leider jetzt noch warten, wo man schlecht einschätzen kann, was genau, wie genau die sozusagen die verbindliche Maßnahme aussieht. Wird es eine Richtlinie sein? Wird es eine andere Form von Maßnahmen sein? Das bleibt abzuwarten und daran lässt sich dann ablesen, auch wie ernst damit zu rechnen ist, was in dieser Strategie vorbezogen wird. Interessant ist auch, dass neue Initiativen, die sozusagen daran anknüpfen, zu sagen, naja, die zum Beispiel die Istanbul-Konvention, wenn sie nicht durchkommt, dass sozusagen dafür alternative Handlungsszenarien auch aufgezeigt werden. Dass also zum Beispiel, wenn die Istanbul-Konvention scheitern sollte, weil sie nicht von allen Mitgliedstaaten im Rat mitgetragen wird, dass dann beispielsweise das EU-Straftatenverzeichnis ergänzt werden soll oder geprüft werden soll, ob das möglich wäre. Wobei sicherlich die Frage sich in den Raum stellt, warum das nicht ohnehin passiert, um sozusagen tatsächlich eine Absicherung zu erzielen. Die intersektionelle Perspektive ist schon öfter erwähnt worden jetzt, dass sie ergänzend zu Gender Mainstream positiven Maßnahmen erfolgen soll. Hier ist es auch interessant, dass ganz explizit in der Definition genannt wird, es wäre ein Analysetool, also quasi nur etwas, um sozusagen quasi Daten weiter zu differenzieren und dann zu schauen, sozusagen, wo müssen Maßnahmen angepasst oder noch spezifische Maßnahmen stärker herausgehoben werden oder konzipiert werden. Interessant ist aber auch, dass man nicht so ganz, dass der Begriff immer noch etwas schwammig bleibt, also nicht ganz genau zu erklären ist, was damit gemeint ist. Teilweise liest es sich wie, als wäre sozusagen intersektionelle Fragen, werden, als wären das individuelle Fragen oder individuelle Probleme, die angegangen werden müssten, als wäre es nur eine Frage, um Diversität zu erreichen, um sich mit multipler Diskriminierung, so der Begriff vorher von der Kommission, auseinanderzusetzen. Und hier bleibt sicherlich auch abzuwarten, wie das genau sich umsetzen wird in den nächsten Jahren bei dieser Strategie. Interessant ist auch, und das ist ja auch schon einmal kurz genannt worden, das Ganze kommt unter ein Dach namens Union der Gleichheit. Und hier ist die Gleichstellungsstrategie verknüpft mit ähnlichen Strategien unter diesem Dach Union der Gleichheit, nämlich zu Antirassismus, zu LGBTIQ+ und zu einer Rahmenstrategie für Roma. Wenn man sich jetzt sozusagen anguckt, wie sich das wie diese Strategie eingebettet ist oder sich umsetzen lässt im institutionellen System der Europäischen Union, da sind erstmal die drei großen Institutionen, Europäische Kommission, der Rat und das Europäische Parlament, die Kerninstitutionen. Und hier gleich kurz zur Information, ist teilweise vorher die sind teilweise die Entstehungsjahre von Institutionen benannt, damit man sieht, wie lange sie tatsächlich schon existieren. Schaut man sich das jetzt sozusagen an, gibt es erstmals eine Kommissarin für Gleichheit, Helena Dalli, die auch einer Task Force Equality vorsteht, in der sozusagen alle, ich würde jetzt mal eher sagen, Diskriminierungsgründe der Europäischen Union gefasst sind. Sie ist auch zuständig für die Beziehungen mit dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen, dem EIGE. Dann kommt allerdings schon die erste Frage dazu, wie sich die Strategie umsetzen lässt, denn es gibt ansonsten sehr viele andere Generaldirektionen, DGs, wie Justiz, Beschäftigung und soziale Rechte, die genau für diese Themen bisher immer zuständig waren. Und wie Sie sehen können, werden diese Generaldirektionen von anderen Kommissaren geleitet. Und Helena Dalli hat Zugriff auf Unterreferate in diesen Generaldirektionen. Es bleibt also die Frage, wie sie die Strategie umsetzen kann, wenn sie selber keine eigene Generaldirektion hat oder sich sozusagen konkret mit diesen abstimmen muss. Man weiß ja, kann sich vorstellen, dass sozusagen sowas wie Richtlinienkompetenzen dort sicherlich ein Thema sein werden. Ich habe hier ergänzend noch auch andere Generaldirektionen aufgeführt, die auch betroffen sind von oder einbezogen sind in der Gleichstellungsstrategie. Und auch die Grundrechteagentur FRA, damit Sie zur Vollständigkeit halber eine Idee bekommen.
Schaut man sich jetzt den Rat der Europäischen Union an, sehen Sie auch hier, gibt es den Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, EBSCO, und eine Ratsformation Justiz und Inneres, in der auch quasi spiegelbildlich zu den Generaldirektionen gearbeitet wird. Zum Thema Gleichstellung gibt es einen informellen Rat seit 1989. Es gibt keine formale Ratsformation zur Gleichstellung, bis heute nicht. Zur Ergänzung hier auch in der Mitte Gruppen, die zwischen den beiden Institutionen bestehen, also wo Kommission und Rat direkt zusammenarbeiten, im Beratenden Ausschuss für Chancengleichheit und bei der hochrangigen Gruppe zu Gender Mainstreaming. Wie Sie sich vielleicht schon vorstellen können, im Europäischen Parlament zeigt sich ein ähnliches Bild. Es gibt einen Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter, Entschuldigung für den Tippfehler hier, den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten. Das heißt, auch hier ist die Frage, wo werden die einzelnen Politiken, die vorgesehen sind in der Gleichstellungsstrategie, letztlich behandelt? Welcher Ausschuss bekommt den zugeschlagen? Wer ist für Gesetzesvorhaben zuständig? Ist es nicht immer so eindeutig, ob zum Beispiel eine Richtlinie zur Entgeltgleichheit im Ausschuss für Beschäftigung behandelt werden würde oder im Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter. Nicht zu vergessen sind hier natürlich auch zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch der Gerichtshof der Europäischen Union. Hier habe ich mit der European Women's Lobby, EWL, und WAVE, Women Against Violence in Europe, zwei bekanntere zivilgesellschaftliche Organisationen aufgeführt, aber der Ergänzung halber angesichts dieses Dachkonstrukts mit Union der Gleichheit auch die AGE-Plattform, die ILGA, International Lesbian Gay Association Europe, oder ENA, das European Network Against Racism, die sozusagen, wenn man eine intersektionale Perspektive folgt, natürlich auch sehen muss, inwieweit hier Zivilgesellschaft mit wem zusammenarbeiten kann. Um das noch einmal kurz zusammenzufassen zur Einbettung und zur Umsetzbarkeit im EU-System: Es gibt eine Kommissarin, allerdings ohne einen Generaldirektor, mit einer Taskforce, in der hochrangige BeamtInnen vertreten sein sollen. Aber die Frage ist, wer exakt sitzt da drin und welche Macht haben diese Personen, um die Strategie in der jeweiligen Generaldirektion umzusetzen. Die zu erwartenden Rechtsakte der Europäischen Kommission kann die Kommission natürlich nicht alleine beschließen, sondern sie harren der Verabschiedung durch den Rat und das gegebenenfalls, je nachdem, ob das für den Rechtsakt zutrifft oder nicht, da auch des Europäischen Parlaments. Das heißt, solange der Rat keine Einigkeit erzielt, werden alle Rechtsakte dort scheitern oder weiter blockiert bleiben, so wie es bis jetzt der Fall ist. Das Europäische Parlament, muss man sagen, ist nach der Wahl auch deutlich konservativer besetzt, und auch hier bleibt abzuwarten, inwieweit sich das auf die Position des Parlaments in gleichstellungspolitischen Fragen auswirken kann. Wie gerade schon erwähnt, im Rat der Europäischen Union gibt es keine Ratsformation, und das Wichtige bei den AkteurInnen für die Umsetzung ist natürlich, dass viele der Sachen, die umgesetzt werden sollen oder angedacht sind, darauf basieren, dass es in den Mitgliedstaaten aufgenommen wird und umgesetzt wird. Und auch hier ist die Frage, inwieweit dazu Bereitschaft besteht. Um ein Beispiel zu geben, also oder darüber nachzudenken, wie ernst es eigentlich mit der Gleichstellungsförderung ist und damit der Intersektionalität, ist ein gutes Beispiel, sich immer mit Krisen auseinanderzusetzen. Wie Sie vielleicht sich erinnern oder viele von Ihnen sich wahrscheinlich erinnern, da ist die letzte Wirtschaftskrise, hatte verheerende Auswirkungen aus gleichstellungspolitischer Sicht. Und die Frage ist, was lässt sich hier für die Covid-19, für die Corona-Krise bisher ablesen? Wenn man sich das anschaut, so ist zum Beispiel beim Corona-Krisenstab der Kommission Helena Dalli nicht vertreten. Das heißt, es gibt sozusagen keine direkt gleichstellungspolitische Stimme in diesem Krisenstab. Und wenn man sich den Aufbauplan Next Generation EU ansieht, ist es fraglich, inwieweit dort Gender Mainstreaming, wie gut es funktionieren kann. Eine frühe Analyse, die im Auftrag der grünen Fraktion aus dem Europäischen Parlament in Auftrag gegeben worden ist und von Klatzer und Rinaldi erstellt wurde, zeige Ihnen das einmal kurz, dass auf der linken Hälfte
also rot ist sozusagen immer der Frauenanteil in den Beschäftigungsfeldern, grün der Männeranteil. Auf der linken Seite sehen Sie die oder die Beschäftigungsbereiche, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Und auf der rechten Seite sehen Sie die, die im Aufbauplan vorgesehen sind für Finanzierung. Das heißt, also hier ist offensichtlich schon in der Planung hinsichtlich Gleichstellungspolitik einiges schiefgelaufen. Insgesamt, das wurde ja auch schon benannt, ist ein eher zögerliches Engagement mit spezifischen intersektionellen Lebenslagen oder generell mit Gender-Aspekten in der Corona-Krise zu verzeichnen. Und man muss auch sagen, dass das Europäische Parlament, was ja eigentlich wirklich wichtig ist für Gleichstellungspolitik, in einem spezifischen Krisenmodus arbeiten musste, den wahrscheinlich auch Terry Reinke nochmal später erläutern kann, wie sich das ausgewirkt hat. Und es durchaus schwieriger gemacht hat, gleichstellungspolitische Punkte unterzubringen, gerade auch für den Aufbauplan. Eine aktuelle Forschung von meinen Kolleginnen von der Tampere-Universität, Johanna Kantola und Anna Ilomeko, zeigt, dass es eine sehr interessante Mobilisierung quer durch die verschiedenen Fraktionen gab und auch in den verschiedenen Ausschüssen, die dafür zuständig waren, den Aufbaufonds aus Sicht des Europäischen Parlaments zu kommentieren. Und hier zeigte sich, dass es offensichtlich deutlich besser gelaufen ist, als in der Wirtschaftskrise hier Gender-Aspekte unterzubringen und auch Vorkehrungen zu treffen, um die Gelder entsprechend anders verteilen zu können. Schauen wir nun kurz auf die deutsche Ratspräsidentschaft. War Gleichstellung eine Priorität oder ein Nebenschauplatz? Wie schon erwähnt, gab es einen klaren Bezug zur EU-Gleichstellungsstrategie in einer der 6 Prioritäten, in Priorität 3 zum Thema ein gerechtes Europa. Gender-Aspekte waren aber auch hier ausschließlich im Unterabschnitt Gleichstellung zu finden, zum Gender Pay Gap, zu geschlechtsspezifischer Gewalt, zur Aufteilung Sorge, also wirklich die Punkte, die auch in der Gleichstellungsstrategie aufgetaucht sind, während es sowohl in den anderen Unterpunkten in der Priorität 3 als auch in allen anderen Unterpunkten in allen anderen Prioritäten der Ratspräsidentschaft, die Begriffe Gender Mainstreaming und auch Intersektionalität nicht auftauchten. Auch hier sieht man, dass die Zuständigkeiten beschränkt waren auf das BMFSFJ und das BMIS und auf die informellen Ratstreffen. Es gab sicherlich zahlreiche Veranstaltungen, oder es gab sicher einige Veranstaltungen, die sich mit Gleichstellung auseinandergesetzt haben, auch interessantere in Hinsicht auf intersektionelle Fragen, zum Beispiel zu Intersectionality und LGBTI-Policies for Rainbow Families. Aber ansonsten ist sozusagen nicht, also jetzt nach meinen Recherchen, nicht wirklich etwas bei anderen Bundesministerien zu finden gewesen, um diese Gleichstellungsstrategie zu unterstützen und voranzubringen. Hinzu kam, dass durchaus auch von anderen Mitgliedstaaten eine Kritik auftauchte an dem zögerlichen Umgang mit permanenten Vorstößen von verschiedenen Ländern, unter anderem Bulgarien, Polen und Ungarn, die versuchten tatsächlich den Begriff Gender und Gender Equality durchgehend mit anderen Begriffen zu ersetzen, damit in den Abschlussdokumenten nicht Gender auftauchen würde. Das heißt, also hier merkt man, dass im Rat tatsächlich sehr große Konflikte im Moment um dieses Thema auftauchen. Um es kurz zusammenzufassen, man muss schon anerkennen, dass das Thema Gleichstellung eine Aufwertung bekommen hat mit der neuen Kommission und dem Konstruktionsunion der Gleichheit. Dennoch kann man sagen, dass der Umgang auch in der Corona-Situation jetzt darauf schließen lässt, dass Umgang mit Gleichstellung wieder vielfach als Luxus gesehen wird. Also als etwas, wenn wir jetzt nicht gerade dieses Problem hätten, dann könnte man sich da gut darum kümmern. Und dass es gegenüber den Mitgliedstaaten eher als Aufforderung und nicht als Verpflichtung gesehen wird. Insgesamt muss man auch sagen, dass Gleichstellung in dieser Gleichstellung in der Strategie selbst eher sozusagen als ein Mittel zum Zweck der wirtschaftlichen Entwicklung Europas gesehen wird und weniger eine Norm an sich, ein Ziel an sich transportiert. Das Problem mit der Begrifflichkeit Intersektionalität habe ich schon versucht zu erläutern. Ich denke, wir werden da jetzt auch in der Diskussion sicher noch tiefer greifen. Und nicht zuletzt möchte ich nochmal betonen, die Umsetzung hängt einfach sehr von den Mitgliedstaaten ab, nicht nur vom Engagement der Kommission. Und hiermit endlich und danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ahrens. Ich habe hier eine Frage vom Publikum, die ich ganz kurz dranhängen möchte. Warum wurde die genaue Budgetziffer für die Strategieplanung gestrichen? Das macht doch jegliche Planung schwierig. Welche AkteurInnen waren involviert in diese Entscheidung? Möchten Sie da kurz darauf antworten? Also es ist sozusagen, es lässt sich nicht, es gibt jetzt sozusagen, man kann nicht nachzeichnen, dass es eine bewusste Entscheidung war, dort kein Budget mehr aufzustellen. Das ist quasi ausgelaufen mit dem Fahrplan zur Gleichstellung, der war 2006, seitdem fing das so ungefähr an. Davor gab es, wie gesagt, diese Aktionsprogramme, dort gab es ein ganz konkretes Budget, was festgelegt war. Danach gab es andere Aktionsprogramme und dann hieß es immer, es gibt Gender Mainstreaming, deswegen kann man nicht genau benennen, wie viel Gelder dafür verausgabt werden, weil das ja ist ja irgendwie alles integriert und wenn es integriert ist, dann kann man so schlecht nachrechnen, wie viele Euro es denn nun tatsächlich sind. Das ist sozusagen die Benennung. Aber es zeigt halt auch, man hat es bei übergreifenden Aktionsprogrammen, wo verschiedene Diskriminierungsgründe auftauchten, gesehen, dass dort gab es sozusagen eine Leitlinie, wie viel es sein sollte, 11-12% für Geschlechtergleichstellung und die wurde schon im ersten Jahr so massiv unterschritten, dass es nicht mehr möglich war, das in den Folgejahren aufzuholen. Das heißt, selbst wenn es festgelegt ist, heißt es nicht, dass es dann auch eingehalten wird. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Ahrens. Wir kommen nun zu unserer Podiumsdiskussion und ich möchte recht herzlich unsere Gäste nochmal begrüßen. Esther Kovacs von der Universität Elte in Budapest, Terry Reintke von den Grünen im Europaparlament, Juliane Rosin vom Deutschen Frauenrat und Karin van der Kerkhove als Vertreterin von der EU-Kommission. Genau, ich freue mich, wenn Sie jetzt Ihre Video einschalten. Geplant sind in etwa 3 Fragerunden. Die Idee ist, wie gesagt, auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und im Anschluss an jede Fragerunde werden wir für Fragen und Kommentare auch aus dem Publikum öffnen. Ich möchte sehr gerne mit Terry Reintke starten. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Grünen EVA-Fraktion im Europäischen Parlament und dort unter anderem auch Mitglied im Ausschuss für Rechte der Frauen und Gleichstellung der Geschlechter. Terry, die Grüne Fraktion im EP im Europaparlament hat die Strategie der EU als zu unkonkret kritisiert und auch eine EU-Richtlinie zu geschlechtsspezifischer Gewalt gefordert. Wie ist deine Position hier zur EU-Strategie? Vielleicht ganz kurz nur, ich bin nämlich derzeit offiziell nicht mehr Mitglied im Ausschuss für Geschlechtergerechtigkeit und die Rechte der Frau, weil wir eine neue Kollegin bekommen haben, Silvia Spurek, eine Polin, die diesen Platz übernommen hat. Aber wir werden zur Mitte des Mandats, also Ende des Jahres, wieder wechseln. Also ich bin sozusagen gerade nur on hold. Aber verfolge eben sehr intensiv Geschlechtergleichstellungs- und feministische Themen im Europäischen Parlament. Und in der Tat, also ich fange vielleicht mal mit den positiven Sachen an. Das ist auch bei Frau Ahrens in dem Vortrag schon so ein bisschen durchgekommen. Also ich finde schon, dass wir in der Analyse, wo wir jetzt gerade stehen, gleichstellungspolitisch auf europäischer Ebene erstmal sehen müssen, dass wir gerade auch im Vergleich zu 2014 ein sehr viel klareres und ich würde auch sagen an vielen Stellen ehrliches Commitment haben, was zu tun. Also erstmal überhaupt sozusagen so eine Strategie voranzubringen. Wir haben 2014 dafür gekämpft, eine Strategie zu bekommen. In der letzten Kommission hat sich das nicht durchgesetzt. Deswegen erstmal dieser positive Punkt. Und ich glaube auch, obwohl Frau Ahrens jetzt schon so ein bisschen die Problematik der Verteilung in der Kommission dargestellt hat, dass es eine Kommissarin für Gleichstellung, für Gleichheit gibt, das ist erstmal was positiv ist, weil wir merken halt einfach, es gibt eine Person, die hat Ownership in diesem Thema immer wieder, wenn Helena Dalli auch im Parlament spricht, wenn man sie anspricht zu Themen, dann merkt man, da ist eben viel mehr, auch ihre eigene politische Agenda dahinter. Und das ist erstmal was sehr positiv ist. Zum Vergleich, in der letzten Legislaturperiode war es Vera Jourova, die nebenbei eben auch noch Justiz, Inneres und Verbraucherinnenschutz hatte. Da war Gleichstellung einfach so unter ferner Liefen. Und genauso hat Vera Jourova das ehrlicherweise auch behandelt an vielen Stellen. Deswegen glaube ich, das erstmal positiv zu benennen, auch diese intersektionale Perspektive.
Das ist auch was, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und eben diese Zweischneidigkeit erstmal zu sehen, einerseits man will in besonderen Themen was setzen, aber man will eben auch diese Mainstreaming-Perspektive haben, ob das dann in der Realität immer genauso umgesetzt wird. Das haben wir ja gerade auch schon in dem Vortrag ein bisschen gehört. Da gibt es schon noch einige Kritik. Jetzt vielleicht zu den etwas schwierigeren Punkten. Caroline, du hast das ja schon angesprochen. Also wir empfinden schon, dass in dieser Strategie es an vielen Stellen noch hätte konkreter werden können. Also dass wir gerne gesehen hätten, was kommen denn da auch gerade an Gesetzgebungsvorschlägen. Da sollte jetzt zum Beispiel Ende letzten Jahres, ein Vorschlag zur Lohntransparenz kommen. Das ist jetzt verschoben worden. Das ist sicher auch Corona-Pandemie bedingt. Nichtsdestotrotz zieht sich das auch durch andere Themen, dass wir eben dann an wirklich konkreten Schritten relativ wenig sehen. Und das ist natürlich in so einer Strategie schon das Gerüst, würde ich mal sagen, dass es auch konkrete gesetzgeberische Maßnahmen gibt, die entweder aufgenommen oder eben weitergeführt werden, wie zum Beispiel die Women on Boards Directive oder auch die Equal Treatment Directive, die Frau Ahrens eben schon angesprochen hat. Da sehen wir das Problem und auch das ist eben schon mal angeklungen, die Kommission steht ja nicht alleine damit, diese Strategie voranzutreiben, sondern es gibt andere Akteure und ich würde mal sagen, also ich sehe zum Beispiel nicht, dass das Parlament unbedingt deutlich konservativer geworden ist. Ich würde immer noch sagen, dass das Europäische Parlament die progressivste der europäischen Institutionen ist, wo wir aber massive Probleme sehen und das mittlerweile seit Jahren sind eben die Blockaden im Rat, also die angesprochenen Richtlinien, die stecken da fest, nicht bei uns im Europäischen Parlament. Und es ist eigentlich in den letzten Jahren auch noch schlimmer geworden, weil wir eben in Ländern wie Polen, Ungarn, aber auch anderen, Slowakei, Bulgarien eben einen massiven Angriff gerade auch auf Gleichstellung und Frauenrechte sehen. Und da ist eben die Istanbul-Konvention das eine Thema, die ist mittlerweile gestoppt worden in zwei Mitgliedstaaten, eben in Bulgarien und der Slowakei. Aber da geht es auch um so ganz grundsätzliche Fragen. Worüber reden wir eigentlich? Also dieses Thema Geschlechtergleichstellung, dürfen wir noch Gender Equality sagen? Das ist immer wieder was da eben aufgesetzt wird. Und das nimmt natürlich der ganzen Agenda wahnsinnig viel Schwung, weil bevor wir überhaupt über das Was reden, wird erstmal darüber gesprochen, wie dürfen wir das eigentlich benennen? Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was wir einfach im Rat haben. Vielleicht ganz kurz noch zur deutschen Ratspräsidentschaft. Mir ist natürlich klar, dass das nicht immer einfach war, gerade vor dem Hintergrund dieser Corona-Pandemie, die Dinge, die man sich vorgenommen hatte, voranzutreiben. Ich muss aber schon sagen, dass ich wahnsinnig enttäuscht bin. Also es hat einige gute Initiativen gegeben, unter anderem eine Konferenz zum Thema lesbische Lebensrealitäten, wo eben auch nochmal dieses Thema Intersektionalität, Situation von lesbischen Frauen in der Europäischen Union sehr stark aufgegriffen worden ist. Aber darüber hinaus jetzt wirklich gesetzgeberisch voranzugehen, ist wahnsinnig wenig gekommen. Und das ist, glaube ich, auch begründet darin, ich glaube, wir nehmen das manchmal gar nicht so wahr, aber Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union auf jeden Fall kein Vorreiterland, was das Thema Gleichstellung angeht, sondern hinkt so ein bisschen in der Mitte. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Bundesregierung eben so ich sag mal, antifeministische Dinge unterstützt, aber gleichzeitig gibt es eben auch nicht das politische Commitment an vielen Stellen, auch mal Kapital zu investieren, um Sachen voranzutreiben, wie zum Beispiel die Women on Boards Directive oder die Equal Treatment Directive. Und das hat sich eigentlich auch in dieser deutschen Ratspräsidentschaft wieder gezeigt. Also man hat es eigentlich ganz schnell hinten runterfallen lassen und hat es eben nicht priorisiert. Und ganz kurz vielleicht noch zu den Recovery Funds, weil das für uns als Grüne auch ein Riesenthema war. Wir haben dazu eine Kampagne gestartet, Half of It, wo es eben genau darum ging, also ne, wir werden jetzt diese hunderte Milliarden von Euro in den Wiederaufbau der Wirtschaft und in das Wiederankurbeln der Wirtschaft stecken. Wer profitiert eigentlich davon? Und mussten da die Kommission überhaupt erstmal daran erinnern, dass man vielleicht erstmal ein Gender Impact Assessment machen sollte, bevor man festlegt, wie diese Mittel ausgegeben werden. Auch da ist nur durch das Parlament jetzt mittlerweile eine Perspektive, dass es etwas geschlechtergerechter ausgestaltet werden soll. Und musste ich bitten, langsam zum Ende zu kommen? Entschuldigung, mein letzter Punkt. Das ist aber wieder so ein Beispiel, eben genau auch in diesen Wiederaufbaufonds, dass eben, wenn es progressive Pushs gibt, die eben sehr häufig vom Parlament ausgehen, und wir werden das natürlich weiter treiben. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat jetzt keine großen Schritte nach vorne gebracht. Wir hoffen jetzt mit den Portugiesinnen und Portugiesen da vielleicht nochmal einen neuen Druck aufbauen zu können. Vielen Dank, Terry. Ich möchte die nächste Frage an Esther Kovac
weitergeben. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Doktorandin an der Universität ELTE in Budapest und war verantwortlich für das Ostmitteleuropäische Genderprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2012 bis Ende 2019. Frau Kovac, in Ihrem gemeinsamen Artikel mit Elena Zacharenko bezeichnen Sie die Gleichsetzung von Gleichstellung in der EU-Strategie mit mehr Arbeitsmarktbeteiligung als realitätsfremd bis klassenblind. Können Sie das erklären und ein bisschen Ihre Position dazu darlegen? Danke. Sehr gerne. Wenn ich, und danke schön sehr für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können. Wenn ich auf den Titel der Veranstaltung zurückkommen darf, ich bin Team Herbe Enttäuschung. Ich denke, es ist gut, eine Osteuropäerin dabei zu sein, dann ist Pessimismus sicher dabei. Bezüglich die deutsche Ratspräsidentschaft nur ein Satz, also dazu fällt mir nichts ein, was in Gendersachen vorangetrieben wurde, wohl aber der Kompromiss um Rechtsstaatlichkeitskriterien mit Ungarn und Werte und solchen großen Losungen aussagt. Aber zur Gleichstellungsstrategie und realitätsfremd und klassenblind, ja. Also die, wie Petra Arens das auch sagte, ist in der Strategie wie ist praktisch keine Überraschung, dass wie in der Europäischen Union Gleichstellung handgehabt wird, ist mehr diesem Business Case untergeordnet. Also solche Formulierungen sind zum Beispiel in der Strategie, dass Gleichstellung ist eine Voraussetzung für eine wettbewerbsfähige, florierende europäische Wirtschaft. Also Gleichstellung ist wichtig, nicht weil Gleichstellung gut ist, weil wir Gerechtigkeit für Männer und Frauen wollen, sondern es wird verkauft an Entscheidungsträger. Ihr könnt es gerne unterstützen, dass wir. Frau Kovac, Sie sind manchmal ein bisschen unterbrochen. Vielleicht und ich liegt es an der Internetverbindung. Das kann in bestimmten Kontexten hilfreich sein, aber. Frau Kovac, vielleicht schalten Sie das Video aus, damit wir das besser, Sie besser hören können, bitte. Es gibt Unterbrechungen. Ja. Danke. Hört man mich gar nicht? Doch, aber mit Unterbrechungen. Okay, aber jetzt kann ich einfach weitermachen und ja. Ja, jetzt ist es besser, danke. Okay, dann also. Praktisch scheint es so, dass Gleichstellung mit Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen gleichgesetzt wird und also Arbeitsmarktbeteiligung auch gleich Emanzipation wäre für Frauen und das wäre das Ziel für alle und das, dabei wird komplett die Erfahrung von Millionen von Frauen einfach außer Acht gelassen, die in sehr schrecklichen Arbeitsbedingungen zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten. Also wenn man damit so argumentiert, soll man sich, glaube ich, nicht wundern, dass Menschen nicht glauben, dass die Gleichstellung für sie ist, weil wie sie arbeiten und schuften, ist nicht gerade, was die Menschenwürde oder Menschenrechte berücksichtigt. Und in der ganzen Strategie hatte ich das Gefühl beim Lesen, dass betrachtet Pflege- und Care-Arbeit nur als Hürde. Also man muss die Arbeitskraft der Frauen freisetzen und dafür müssen wir irgendetwas tun, damit sie ihre Arbeitskraft freisetzen können. Und dazu fällt auch nicht viel ein. Geht es schon darum, Institutionen aufzubauen, also für Alterspflege, Kinderbetreuung, Kräften. Das wurde in der Pandemie sehr stark auf wir hören Sie jetzt ganz schlecht. Die Verhältnisse sind es muss ja, aber sehr, sehr schlecht oder was kann ich anders machen? Jetzt also geht's wieder. Ja, es war kurze Unterbrechung. Ja. Vielleicht wiederholen Sie nochmal den letzten Gedanken. In der Strategie steht häufig, man sollte die Männer sensibilisieren, damit sie Care-Aufgaben aufnehmen. Aber damit wiederum wird die ganze Frage
individualisiert und nicht beachtet, dass wie man auf dem Arbeitsmarkt präsent sein muss, setzt voraus, dass man einfach keine Care-Aufgaben hat. Also der Arbeitnehmer hat einfach keine Mutter, die im Toten liegt, oder am Sterben liegt, keine drei Kinder zu pflegen. Und als letzter Punkt würde ich noch nennen, was in der Strategie auch aus europäischer Perspektive lassen von EU-internen Ungleichheiten. Das ist nichts Neues, also es war auch in früheren Strategien auch nicht drin. Aber dass, wenn man Pflege organisiert, wie in anderen Branchen der Wirtschaft in Westeuropa, auf Arbeitskraft auf Peripherien der EU, Südeuropa und Osteuropa zurückgegriffen. Also es sind nicht unbedingt bessere soziale Versicherungssysteme und nicht unbedingt fleißigere Männer dabei, sondern allein in Deutschland, allein in der Alterspflege sind 300.000 bis 500.000 Osteuropäerinnen in Haushalten beschäftigt. Zu sehr schlechten Arbeitsbedingungen, mit sehr, wirklich sehr Lebensrealitäten sind. Also das nennt die tschechische Soziologin verzerrt Emanzipation. Also dass die Emanzipation der Frauen auf dem Rücken von anderen Frauen passiert. Und solche Fragen thematisieren für mich Intersektionalität. Das ist, glaube ich, in der komplett ausgeblieben. Also mit Stereotypen und Frauen sollen in lukrativere Berufe gehen, solchen Aufrufen wurde gearbeitet, aber nicht mit der Lebensrealität in Europa. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Ausführungen. Ich möchte als Nächste die Position vom Deutschen Frauenrat erfragen. Juliane Rosin ist hier. Sie leitet die internationale Gleichstellungspolitik beim Deutschen Frauenrat und arbeitet schwerpunktmäßig vor allem zu frauenpolitischen Dialogen der G7, G20, zu CEDAW und zu Menschenrechtspolitik und digitaler Transformation. Frau Rosin, in die Position des Deutschen Frauenrats zur EU-Gleichstellungsstrategie, da gab es ja eine ausführliche Kritik dazu, unter anderem, dass ein Aktionsplan mit smarten Zielen fehle und auch Gender Budgeting. Können Sie das noch ein bisschen ausführen? Sehr gerne und danke für die Werbung. Natürlich halte ich unser Produkt gerne nochmal an die Kamera. Auf frauenrat.de kann man sich krisenfest und konsequent runterladen und die 20 Seiten, die ich nicht alle jetzt erzähle, dann noch nachlesen. Aber ansonsten können wir gerne dazu noch was sagen. Wie Sie gerade schon gesagt haben, nein, vielleicht gehe ich noch mal einen kurzen Schritt zurück. Also ich glaube, ich würde gerne in Richtung Thierry Reinke gehen. Es gibt einige Positionen, die wir durchaus positiv sehen und die wir auch gerne wahrnehmen und wertschätzen möchten und hoffen, darauf aufbauen zu können, um die richtige Richtung weiterzugehen. Aber gleichzeitig, mein Gott, es geht einfach zu langsam. Also wenn wir uns die letzten Zahlen des AIGA angucken, dann sind wir immer noch knapp unter 70%, was Gleichstellung angeht. Sie stellen fest, dass es ungefähr ein halbes Prozent jedes Jahr nach vorne geht. Da können wir schnell rechnen. Das sind 60 Jahre, bis wir irgendwo mal angekommen sind. Dann kommt noch die ein oder andere Krise dazwischen und dann wissen wir ganz genau, siehe letztes Jahr, vielleicht geht es doch nicht so schnell. Und insofern, allein die Veröffentlichung dieser Strategie war einfach schon mal ein wirklich sehr wichtiges Zeichen, wie Thierry Reinke ja auch schon gesagt hat. Wir haben sehr lange darauf gewartet, es war sie da, wir haben sie alle intensiv gelesen und wir haben viele, viele Themen wiedergefunden, die uns auch beschäftigen, viele, die wir schon lange kennen, aber auch beispielsweise der Bezug zur Digitalisierung oder auch in Richtung die großen Klimaziele der EU zu sagen, das muss alles miteinander zu tun haben. Da saßen wir nur da und dachten, ja, das stimmt, ganz genau. Und dann liest man als emsige Leserin weiter und denkt so, ja, aber wie genau und was sind dann die Indikatoren und bis wann soll dann das passieren und wie genau soll dann das hinzukriegen sein? Das wäre auch meine Frage gleich an die Vertreterin der EU-Kommission. Wie genau, das darf ich mir das vorstellen, dass die Taskforce arbeitet? Hat Frau Dalli einen mehr als 24-Stunden-Tag? Ist sie überall emsig dabei? Das wir in Deutschland ja haben, ist, dass vor einigen Jahren kam der zweite Gleichstellungsbericht raus. Gerade arbeiten ja die entsprechenden Personen am dritten. Und die haben als Teil dieses Gleichstellungsberichts ein klares Raster dargestellt, wie kann dann Gleichstellung institutionell wirklich verankert werden. Und eine der vielen Tipps, die wir auch als Basis genommen haben für unsere Bewertung der Strategie, ist einfach,
Natürlich muss jedes eigene Ressort selbstständig Gleichstellung umsetzen. Das sollte am besten koordiniert werden von jemandem, der das federführend in der Hand hat und beispielsweise auch Blaupausen zur Verfügung stellen kann. Also sprich, Frau Dalli und ihr Team kann das grundsätzlich in die Hand nehmen, kann aber niemals alleine dafür verantwortlich sein. Ansonsten geht das nicht nach vorne. Und ich meine, im März, ich glaube am 6. März wurde die Strategie veröffentlicht. Am 13. März fing in Deutschland der Lockdown an und in Rest Europa so ähnlich. Und dann waren alle wunderschönen Worte auf einmal so ganz kurz zur Seite geschoben, weil jetzt müssen wir erstmal Krisenmanagement machen. Und dieses, es muss immer Teil dabei sein, das kann ich wunderbar sagen in Zeiten, in denen alles friedlich ist. Und dann hatten, ich glaube, Frau Arendt, Sie hatten das ja gerade auch gesagt, im Krisenstab von Frau Dalli, Quatsch, von Frau von der Leyen, saß auf einmal eben keine Frau Dalli, die da gesagt hat, okay, also wenn das ein Standard-Herzensangelegenheit ist, dann möchte ich, dass das und das jetzt passiert. Ist nicht passiert. Vorhin wurde auch schon genannt die Initiative Half of It, an der sich der Deutsche Frauenrat genau wie die EWL auch intensiv beteiligt haben, weil wir in dieser Fülle der Aktivität oder der Fülle der Aufgaben und Schwierigkeiten, die auf einmal kamen, Klammer auf, auch wir waren Menschen, die zu Hause auf einmal im Homeoffice mit Kindern und nicht mehr schlafen waren und irgendwie gucken mussten, wo können wir uns jetzt reinbringen, auch festgestellt haben, alles klar, das, was wirklich besonders ist 2020, ist, dass eine unglaublich große Menge an Geld auf einmal relokalisiert wird. Und auch wenn man so tut, dass das alles geschlechterneutral wäre, würde ja selbst, wenn es geschlechterneutral wäre, es nur bedeuten, dass der Ist-Zustand zementiert wird. Wer will das? Niemand. Das heißt, wenn ich sogar noch das umsetzen möchte, was ich vorher großspurig in der Strategie erzählt habe, müsste ich also explizit diese neu freigewordenen Gelder nutzen, um in eine andere Richtung zu steuern. Wir haben ja vorhin auch schon kurz von der Studie gehört, die gesagt hat, Moment mal ganz kurz, also in den und den Bereichen sind besonders Frauen unterwegs, die sind besonders von der Pandemie betroffen, aber das Geld geht woanders hin. Und ich glaube, es ist einfach eine wichtige, ja, gemeinsame Aktivität, weil die dann von unterschiedlichen NGOs, Vertreterinnen des EPs, Wissenschaftlerinnen, aber auch die Vertreterinnen oder die mit im Rat saßen, mit darauf hingewirkt haben, dass zumindest jetzt im mehrjährigen Finanzrahmen eben der Zusatz ist, 2023 muss das EP nochmal gucken, wie sieht es dann aus und können wir so weitermachen. Also zusammenfassend, schöner Anfang. Wir haben sehr viele Ideen weiter dazu. Wir bieten auf jeden Fall an, im Dialog zu bleiben. Und ich glaube, das ist einfach auch wirklich kritisch. Das wäre auch unsere Mitkritik an der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, zu der ja gerade schon sehr viel gesagt wurde. Sie hatten schwierige Situationen. Sie haben ein paar Sachen nach vorne gebracht, keine Legislativvorhaben, aber immerhin Ratsschlussfolgerungen. Da stehen tatsächlich auch ein paar gute Sachen drin. Aber ich glaube wirklich, in dieser Krise weiter nach vorne zu kommen, ist einfach der konstante Dialog auch mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft und zu gucken, was sind die ganz konkreten Sachen, bis wann können wir das hinkriegen, wie können wir Allianzen schmieden, dass wir da weiter nach vorne kommen. Und vielleicht sage ich doch noch ein Wort zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Also jetzt als Mensch, Sie haben mir wirklich leid getan. Das ist ja auch einfach wirklich dramatisch. Ja, dann warte ich 13 Jahre darauf, dass ich wieder rankomme und möchte was nach vorne bringen. Also auch wenn es vielleicht nicht ganz progressiv im gesamten EU-Kontext ist, gab es ja tatsächlich Dinge, die nach vorne gebracht werden sollte. Und dann ist es technisch alles so schwierig. Ich würde trotzdem noch mal sagen, die Ratschlussfolgerungen, die rausgekommen sind, da sind dann auch so Sachen drin, wie die Verringerung der Negativanreize endlich mal beenden. Ich habe es gelesen. Das werden wir auch den entsprechenden Vertreterinnen hier in Berlin noch mal ganz deutlich zeigen. Das ist da drin, da haben sich alle drauf geeinigt. Genauso wie die Aufwertung der haushaltsnahen Dienstleistungen, möglicherweise auch Finanzierung. Das sind Sachen, die sind einfach wirklich auch besonders und die dürfen jetzt nicht unter den Tisch fallen. Und gleichzeitig zu gucken, dass ja auch nicht nur nationale Aspekte angeguckt wurden, sondern eben auch der dritte Gender-Aktionsplan auf den Weg gebracht wurde durch die Kommission. Und dazu sollte es ja auch Ratschlussforderungen geben. Und das gelingt dann wieder nicht, weil genau die üblichen Verdächtigen sagen, Entschuldigung, das führt eindeutig zu weit, Gender Equality, was auch immer, das können wir leider nicht. Und das ist dann einfach wirklich heartbreaking, das sich mit anzugucken, dass im Endeffekt im Rat die ganzen großen Ideale, die wir angeblich alle haben, dann doch nicht durchkommen. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns jetzt sehr auf Karin van der Kerkhove. Sie ist Leiterin der Abteilung für Gender Equality in der EU-Generaldirektion DG Justice and Consumers. Es wurde ja schon mehrfach einige Fragen angesprochen. Ich wollte auch fragen, wie kam es denn zu der Prioritätensetzung bei der Strategie und was hat es mit der geplanten Taskforce für Gleichstellungspolitik auf sich? Und vielleicht können Sie noch ein bisschen was zur Umsetzung sagen. Yes, hello. Can you hear me? Yes.
Okay. Yes, hello. And I'm sorry, I will speak in English. I will be the one tonight speaking in English. I have studied in Germany, but it's a long time ago in Heidelberg. And so, guten Abend. it would take me or you too much time to listen to me in German. So, just in English. And thank you for inviting me. It's really already an interesting discussion. And you have several of you have highlighted some very relevant questions and concerns. I think. For us, of course, we are at the origins of the gender equality strategy at the EU level, and so we are definitely a big supporters of the strategy because we think it's really a renewed framework which shows the commitment of a union of equality, a commitment that was made by our president von der Leyen in her political guidelines, and it has been mentioned, I think, already that during the previous commission from 2014 to 2019, we did not have a formally endorsed EU strategy on gender equality. We had a strategic engagement, it was called. It was not an official EU or commission document. And the aim of the strategy is not only to show the priorities at EU level of what we think should be the priorities in the area of gender equality. But it's really also the strategy, we see that the strategy steers how gender equality is approached in the member state, what actions are taken. So it has this kind of multiplying effect. It steers the strategies in all the member states. I think also this new framework has come also together or shortly after our new, for the first time, Commissioner for Equality, which is for the first time we have like a face, yeah, someone who is a face at the EU level of matters of equality, including gender equality. And so, as you know, it has three main goals, this strategy at the EU level, so being free from violence and stereotypes, make sure that women and men have equal opportunities to thrive and guarantee that they have equal chances to lead European society. And we have a number of crucial actions in there. It has been mentioned a lot, how will, in the discussion, how will this be implemented in practice? Will this commissioner have the means and the tools to achieve what is in the strategy? Now, it's true that Helena Dalli, as our commissioner, does not have herself a DG, as we call, so an administrative service, but in the end, what she has is she has part of a DG. So what happens is, for instance, I am personally from the Director General Justice, and we have within the DG Justice, we have a number of units that deal with equality. And we are actually the service that works for the Commissioner Dalli. The same happens with those units in other DGs that deal with equality specifically. And I think, for instance, about the unit with our colleagues in the employment area, which work on disability equality. And so they also directly report to Commissioner Dalli. So there is not only the task force, there is real administration below Commissioner Dalli. We work, we realize, the objectives of the strategy. In addition, and this is also something very new at the institutional level in the Commission, there is now this task force, which is a small team of people in our Secretariat General, which has as the task to bring together and
promote all the activities in the Commission in all sectorial areas, going from trade to transport to climate change to health, to bring these all together and monitor how all these activities at EU level take a gender-sensitive approach and how they mainstream gender. And actually, when we adopted the strategy last year, in the strategy, there are a number of actions that are mentioned. But what you don't see is like a kind of list that we have besides the strategy, and which has like more than 100 actions in sectorial areas where other colleagues and other commissioners actually have committed to mainstream gender. So institutionally, this is a big change, because now, previously under the commissions, we were like the ones, the small gender equality units in the entire commission apparatus, we were the ones that were monitoring mainstreaming in all these sectorial areas. We had no leverage to do that. Yeah. Now we have it at the level of a secretariat general, which has really the power to go to individual commissioners and say, look, have you delivered on this promise? Have you delivered on this project? And have you included the gender perspective? So this is quite a big institutional change, I would say, on the side of the Commission, with a commissioner with a full portfolio only dedicated to equality, with a task force that, with a service which implements those targeted equality actions, and then with the task force which oversees what happens in the Commission more generally. So that's what happened on the Commission side. I totally agree with what has been... Ich muss Sie langsam bitten, zum Ende zu kommen. Entschuldigung. Okay, so I totally agree with what has been said by the other speakers in the council. You don't have yet this institutional structure. We don't have a council formation on equality. So we have, most of the time, we find ourselves with social affairs ministers, but equality ministers are not able to meet. So I think I'll keep it for that. Just one issue that I will still mention, because it has been mentioned by several of you. There is a commitment in the strategy to present a pay transparency proposal. And I can tell you that this proposal will be forthcoming very, very soon. We can speak about that later still. Ja, vielen Dank, Frau van de Kerkhove. Ich schaue gerade auch mit Henning von Bargen, ob es Fragen gibt aus dem Publikum. Henning, magst du kurz dazu was sagen? Und ich rufe Sie auch auf, schreibt uns, meldet euch, melden Sie sich. Und ja, bitte, Henning. Ja, es gibt einige Fragen, zum einen von Gabriele Apels an alle Diskutantinnen gerichtet. Erstens, wie schätzen Sie den Erfolg der deutschen Ratspräsidentschaft in Bezug auf das Thema Gewalt gegen Frauen ein? Und zweitens die Frage, müssen wir die Gender-Strategie nicht im Verbund mit den angekündigten Schwesterstrategien zum Thema Rassismus, LGBTI, Q, Sinti, Roma, Behinderung sehen? Dann gibt es noch eine Frage an Terry Reinke. Renate Wielpütz bittet darum, etwas zur Verankerung von Gender Equality in den Strukturfonds zu sagen, die ja über einen erheblichen Teil des EU-Budgets verfügen. Soweit im Moment. Ja, vielen Dank, Henning. Wer möchte zur ersten Frage etwas sagen? Das war die Frage, ob man das nicht im Verbund sehen sollte. Ja? Also ich hatte als erste Frage, wie wir einschätzen, wie das Thema Gewalt gegen Frauen von der EU-Ratspräsidentschaft bearbeitet worden ist. Danke. Und ich würde da gerne auf die eigenen Worte der Trio-Präsidentschaft verweisen, die intensiv gesagt haben, dass sie sich dafür einsetzen, die Istanbul-Konvention zu ratifizieren
Und das ist nicht passiert. Insofern würde ich sagen, sehr schade, dass diese Zeit nicht genutzt wurde. Wir hoffen intensiv, dass jetzt in diesem Jahr, das heißt zusammen in Portugal und Slowenien, das weiter passiert. Frau Giffey ist sehr stolz darauf, dass es jetzt eine EU-weite Hilfe-Hotline geben wird. Zumindest hat man sich darauf mündlich schon mal verständigt und wird das weiter vorantreiben. Ich finde, es reicht nicht und wir möchten gerne die anderen Sachen sehen. Danke. Frau Ahrens hatte sich auch gemeldet. Und im Anschluss Terry. Ja, also vielleicht nur kurz, ich sehe das sehr ähnlich wie Juliane Rosin, auch mit der Telefonhotline. Ich meine, auch das war etwas, was früher schon an, also ich meine, ich kann mir immer schlecht vorstellen, wie kompliziert es ist, wenn man wirklich etwas dringend erreichen möchte, so eine EU-weite Telefonhotline einzurichten, weil die gibt es ja auch für andere Sachen. Und da sollte man noch meinen, dass da irgendwie ein bisschen mehr als mündliche Vereinbarung und Ankündigung herauskommen nach 6 Monaten. Auch das finde ich ein bisschen bemerkenswert. Und ja, ich stimme da Gabi Abel zu. Natürlich muss man sich diese Strategien im Verbund angucken. Und gerade wenn es sozusagen um die Frage Intersektionalität geht. Wie ist es denn, was taucht wo auf? Wie spiegeln die sich wieder? Wo sind es Überschneidungen oder wo sprechen die auch zueinander? Und vielleicht nur dazu, ich fand es interessant, dass die zum Beispiel in den Strategien die Definition für Intersektionalität überall, die ist vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen und die nimmt das grundsätzlich aus einer Geschlechterperspektive, was natürlich so nicht gemeint ist ursprünglich bei Intersektionalität, sondern es ist ein bisschen komplexer und deswegen hätte ich auch da gehofft, dass man da vielleicht ein bisschen intensiver drüber nachdenkt, wie man diese Strategien auch in der Hinsicht ein bisschen deutlicher verknüpfen kann. Ansonsten hätte ich noch Fragen. Gleich, dann würde ich jetzt noch Terry Reintke bitten, zur Verankerung von Gender Equality in Strukturfonds was zu sagen. Und ich wollte Frau van der Kerkhove dann auch noch fragen, wie sie die Verbindung zwischen den verschiedenen Strategien, wie die tatsächlich von der EU-Kommission gesehen werden, wie dies umgesetzt werden soll. Bitte, Terry. Ich würde gerne auch noch kurz was zur Istanbul-Konvention sagen, weil es da auch noch eine Frage von Birgit Meyer zugab. Das ist in der Tat eine Konvention des Europarats, also nicht der Europäischen Union. Nichtsdestotrotz hat die Europäische Union schon in der letzten Legislaturperiode gesagt, dass wir als Europäische Union dieser Konvention beitreten wollen. Das gibt es auch schon. Also die Behindertenrechtskonvention ist auch von der EU ratifiziert worden. Allerdings, und das will ich jetzt nochmal ganz klarstellen hier, es gibt mittlerweile wirklich einen Krieg um die Istanbul-Konvention. Also es ist ein absoluter Kulturkampf, Schmierkampagnen, Sondergleichen. Wenn man die Istanbul-Konvention ratifiziert, muss man ein drittes Geschlecht einführen. Wenn man die Istanbul-Konvention ratifiziert, muss man dies und jenes. Also es ist wirklich die Debatten, die wir zum Teil im Europäischen Parlament haben mit KollegInnen, in der Tat eher aus osteuropäischen Ländern, aber nicht ausschließlich. Also die AfD tut da überhaupt gar kein, tut denen überhaupt nichts nahe. Das ist wirklich unfassbar. Und auch deshalb meiner Wahrnehmung nach geht das so schleppend voran. Es liegt aber auch daran, dass es im Moment eine Auseinandersetzung darüber gibt, welchen Teilen der Istanbul-Konvention die EU beitreten würde, also nur den Teilen, die in Kompetenzen, die in den Bereich der EU-Kompetenzen fallen oder der gesamten Konvention. Der Rat will nur die Teile, in denen es EU-Kompetenz gibt. Wir als Parlament wollen der gesamten Konvention. Darüber gibt es gerade einen Rechtsstreit und wir erwarten eine Meinung vom EuGH, der dazu eine Einschätzung geben soll, wie das möglich sein wird. Das kommt hoffentlich im Frühling. Wir hatten eigentlich schon im Herbst darauf gehofft. Und dann geht es hoffentlich in der Tat ein bisschen weiter voran. Aber auch da, natürlich gibt es Schwierigkeiten im Rat. Zum Teil habe ich aber auch den Eindruck, dass man eben auch einen klaren Push, und da würde ich auch nicht nur die Kommission im Driver's Seat sehen, sondern auch andere Mitgliedstaaten braucht, die das eben immer wieder einfordern. Ja, weil wenn diesem Backlash nichts entgegengesetzt wird von anderen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel auch Deutschland, dann haben die eben leichtes Spiel, Polen und Ungarn und andere. Und deshalb ist es so wichtig, dem immer wieder was entgegenzusetzen. Und dann ganz kurz, also ich könnte jetzt wahnsinnig viel zu Strukturmitteln sagen. Vielleicht nur ganz kurz, also es gibt die Dachverordnung, in der so Grundregeln entschieden werden, nach denen diese Mittel vergeben werden können. Das ist ja in den meisten Teilen Shared Management, also zwischen Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission. Da gibt es ein sogenanntes Horizontal Principle, also dass grundsätzlich das
Geschlechtergerechtigkeit ein grundsätzliches Prinzip der Vergabe der Strukturfonds ist. Wir sehen aber immer wieder, dass eben zu wenig darauf geachtet wird, im konkreten Gender Budgeting auch zum Beispiel mit Gender Impact Assessments genau zu schauen, wofür wird das Geld am Ende ausgegeben. Deswegen fordern wir das als Parlament immer wieder ein und hoffentlich wird das auch in dieser Förderperiode, die ja jetzt anfängt, stärker umgesetzt. Wir haben da einige Erfolge gehabt, sowohl was die Dachverordnung angeht, als auch einige spezifische Programme und eben auch was den Wiederaufbaufonds angeht. Und ein Satz noch, weil das natürlich eng damit verbunden ist. Wir wollen als Europäisches Parlament sehr viel stärker, Frau Kovac ist am Anfang ja auf die Rechtsstaatlichkeit eingegangen, dass es eine Konditionalisierung von Rechtsstaatlichkeit, aber auch Grundrechten, und dazu gehören eben auch Frauenrechte, von EU-Mitteln gibt, weil wir immer noch sehen, dass diese Mittel zum Teil ausgegeben werden in Projekte, die eben ganz klar auch gegen Geschlechtergleichstellung gehen, ja, die antifeministische Ziele verfolgen, und das wollen wir verhindern. Sie haben wahrscheinlich schon mal das Stichwort LGBTI-freie Zonen in Polen gehört. Das ist nur ein Beispiel, und da sehr viel härter auch der Kommission Möglichkeiten und Instrumente in die Hand zu geben, dann zu sagen, dann werden da keine EU-Mittel mehr verausgabt. Und das wäre für uns nochmal ein sehr, sehr wichtiges Schwert sozusagen in dem Kampf auch für Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Sorry for being too long. Danke, Terry. Naja, sehr viele Themen und geballte Infos auch. Frau van der Kerkhove, können Sie uns ein bisschen was dazu sagen zu den Strategien, wie die zusammen, wie die ineinander wirken sollen und können? Haben Sie mich hören können, Frau van der Kerkhove? Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Ah, okay. Okay, sorry, yeah, that didn't come through. Perhaps I'm not, yeah, the link between the strategies you meant, yes, indeed. Yeah, I can say something about that. Indeed, I think for the first time, the dimension of intersectionality is really very prominent at the EU level, and so this explicit recognition that, in any event, from the perspective of gender, where we started from, that this dimension or can be combined with other personal characteristics or identities, and that these intersections can contribute to unique experiences of discrimination, is now a horizontal principle for the implementation of the strategy. And also the other strategies take this horizontal principle. For instance, the upcoming EU disability strategy will take the same perspective. Actions for migrants take the perspective with specific focus on the problems of migrant women, for instance. And our strategy, the gender equality strategy, also refers to women and girls in all their diversity. And that's how we want to show that we look beyond being just a woman or a girl, but that you may have other characteristics. Now, how to put it while we recognize this as a cross-cutting principle, putting this in practice is and how to operationalize the principle is a real challenge, yeah. And I can just tell you from the experience we are now, we are preparing, for instance, our gender pay transparency directive, and it's we try to somehow go beyond what currently exists in terms of intersectionality, and it's really not that easy. We are working also at EU level with different legal bases. It was mentioned by some legal bases require qualified majority for adoption, other legal bases require unanimity, and you cannot combine those legal bases. So you always have a lot of obstacles to overcome.
I just wanted to say also, because it was mentioned again on the Istanbul Convention, I think it was Ms. Ahrens who mentioned in the beginning, why should we make legislation at EU level depend on whether or not we are able to accede to the Istanbul Convention? And I think this is exactly something which President von der Leyen has actually taken into account, because in her State of the Union speech in September, this is what she has said. She has said, we will go come forward with legislation on gender-based violence, whether or not we will adhere to the Istanbul Convention. So this legislation is coming. She has committed to it. It's in the Commission's work program for this year. And perhaps also very shortly something on the budget. It's indeed true that in the general multi-annual financial framework, the ministers agreed last year in July that gender equality will be a general underpinnings principle in the budget. And so now from this general framework, the individual structural funds are being negotiated, and we are following closely and trying to promote and strengthen the dimension that they are including. And each of the separate structural funds, that's how it's technically done at EU level, has a different legal basis. And so in each legal basis, we promote and we try to insert gender as the gender perspective as much as we can. But thanks to the help, definitely, I should say, of the European Parliament, we are much more we are more successful than we have been in the past in this respect. And I think also it's really worth mentioning that the Next Generation EU, so the recovery fund, now following the compromise that was reached in December, has an obligation on member states when they make use of the funds that will be available for the recovery, for reforms, for investments, etc. They will have to show in their national plans how the investments will actually promote equal opportunities and gender equality. So this is something that we had not even hoped or dreamed of, but I think you can really see that with the help of the European Parliament, and I completely agree with Ms. Reintke, it is possible to get these commitments in the spending as well. Yes, thank you so much. And you know what? Ich sage jetzt, ich spreche auf Englisch. Entschuldigung. Vielen Dank. Wir sind jetzt direkt schon in die zweite Fragerunde reingekommen. Dabei ging es um Intersektionalität, und ich möchte gleich eine Frage an Juliane Rosin weiterleiten. In der umfangreichen Stellungnahme, die ich schon genannt habe, wird auch auf ein problematisches Verständnis von Intersektionalität in der EU-Strategie hingewiesen. Es wird davon gesprochen, von einer Hierarchisierung oder Viktimisierung von Diskriminierung. Könnten Sie das ein bisschen ausführen? Ich glaube, über Intersektionalität können wir sehr lange sehr viel reden, da wir nicht mehr so viel Zeit haben. Vielleicht nochmal zusammenfassend, was wir uns wünschen. Erst einmal muss ich ja auch ein Bild davon haben, für wen ich bestimmte Politiken mache, und ich brauche auch einfach bestimmte Indikatoren, das habe ich vorhin schon gesagt, aber ich brauche einfach ganz klare Informationen, die muss ich erheben und die zusätzlichen, oh Gott, jetzt habe ich schon so viel geredet, jetzt geht meine Zunge mit mir durch. Also, das EIGE wird ja explizit auch aufgefordert oder sollte aufgefordert werden, unserer Meinung nach, dass es eben nicht nur geschlechterspezifische Daten erhebt, sondern eben die in Verbindung mit den Teilen des Lebens, die wir alle noch mittragen. Ich glaube, das wurde vor mir jetzt gerade auch schon an verschiedenen Stellen gesagt.
Und das, was wir auf jeden Fall schon mal wahrnehmen, ist, dass in diesen Ratschlussfolgerungen, die Deutschland ja jetzt schon mal wenigstens auf den Weg gebracht hat, dass man Anteile davon in der Sprache schon mal mit aufgenommen hat. Das möchte ich jetzt mal wenigstens positiv wahrnehmen. Und wir hoffen, dass irgendwie Versuchen zumindest zu dem für einen gemeinsamen Index zum Gender Care Gap, den man hier versucht zu harmonisieren zwischen den EU-Staaten, dass da schon mal die ersten Ideen oder die ersten Schritte in die richtige Richtung mit aufgenommen werden. So, das ist das eine. Aber das, ich glaube, das, worauf Sie ein bisschen hinaus wollten, ist einfach nur zu sagen, das läuft jetzt alles mit und wir denken die ganze Zeit, Women and Girls in all their diversity, wird zum Schluss nichts ändern. Also das ist so ein bisschen das, was Sie anfänglich auch gesagt haben. Wir brauchen einfach smarte, konkrete Ziele und zu sagen, wie wollen wir denn da hinkommen? Wir brauchen ganz klare Aktionspläne. Und ansonsten wird es nicht passieren. Ansonsten haben wir einfach immer wieder diese Betonung und zum Schluss haben wir eigentlich eine gewisse Freiwilligkeit und die möchten wir ganz gerne ausmerzen. Und insofern muss man das von Anfang an mitdenken. Und es ist nicht nur, also vielleicht noch ein Punkt zu dem, was vorher gesagt wird, die Verlinkung mit anderen Sachen. Also Frau von der Leyen hat ja gleich zu Beginn der Krise gesagt, alles klar, wir reden jetzt ganz viel über Corona, aber es gibt ja noch andere Themen, die wir hier in der EU wichtig finden. Das ist auf jeden Fall Digitalisierung und das ist natürlich unser großes Klimaziel. Und ich habe immer das Gefühl, dass man dann noch sich Energie geben muss, um in dieser langen Auflistung von wichtigen Themen jetzt noch eins dazu zu bringen, nämlich jetzt auch noch Gleichstellung und dann auch noch bitte Intersektionalität. Und das müssen wir irgendwo gemeinsam gelingen aufzulösen. Also wenn ich Klimaziele habe, wenn ich bis 2050 auf jeden Fall eine klimaneutrale EU haben will, dann muss das klar sein, dass was auch immer ich da tue, geschlechterneutral funktioniert oder beziehungsweise Geschlechtergleichstellung nach vorne bringt und natürlich mit den entsprechenden Aspekten auch die ganzen Intersektionalitätspunkten und endlich bestehende Hierarchien auflöst. Das mag komplex klingen, aber nur so können wir irgendwann einen Schritt nach vorne kommen. Wenn wir die ganze Zeit denken, wir machen erst das eine und dann das andere und wenn wir ganz schnell sind, können wir noch fünf andere Dinge nebenbei machen, dann wird das nicht passieren. Okay, Frau Kovac, es wurden jetzt schon mehrfach so ein bisschen auch ost-mitteleuropäische Länder angesprochen in dem Zusammenhang und vielleicht möchten Sie auch noch mal ein bisschen was sagen zu Ihrer Sicht, wie die EU-Strategie Intersektionalität repräsentiert oder darstellt. Ich schalte das Video aus, damit wir größere Chancen haben, dass man mich hört, aber ich bin voll dabei. Danke. Ja, also ich habe darüber auch in demselben Text mit Elena Zacharenko auch ein bisschen darüber geschrieben, aber das wurde auch jetzt schon gesagt, also wenn es so zu allgemein gehalten wird, Mädchen und Frauen in all ihrer Diversität, das okay, danke, das ist ein Lipservice, damit sind wir nicht weiter. Aber außerdem, als ich die Strategie las, musste ich manchmal wirklich so lachen, weil es so parodiehaft war benutzte eine Intersektionalitätsauffassung, wie die wirklich sehr lustig ist, wie zum Beispiel: Eine Migrantin mit Behinderung kann aus drei oder mehr Gründen diskriminiert werden. Also so eine Zusammenzählung von Unterdrückungen, eine Frau, Migration, Behinderung, also das ist dreifach diskriminiert. Also und es betrachtet auch Unterdrückungen oder Ungleichheiten auch als Merkmale und Identitäten. Und es gibt so diese Excel-Tabelle, sehr statisch, das ist dann immer Mann, Frau, Hetero, Homo, einheimisch, Migrant, ohne Behinderung, mit Behinderung und die Liste kann unendlich fortgesetzt werden und dann man rechnet die Punkte zusammen, wie viele Unterdrückungen man hat. Also es ist, ich finde das unseriös, ganz ehrlich, also das, damit kann man auch nicht das ist auch überhistorisch, also als ob es diese Kategorien immer schon eine Ungleichheit bedeutet hätten und immer schon Unterdrückung bedeuten würden in der Zukunft und das, als ob es nur um Diskriminierung und einen Respekt von Diversität gehen würde. Also ich denke, wenn wir, darauf hat auch Petra Arens schon hingewiesen, also wenn wir das, ich finde das
wenn man das intersektional betrachtet, das ist, könnte theoretisch sehr vorwärts schauen oder progressiv sein. Aber wenn wirklich Strukturen mit einbezogen werden und nicht als Merkmale und Identitäten und Charakteristika von Menschen abgehandelt. Also zu den Fragen, die ich in meinem letzten Beitrag gesagt habe, wie Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt, Unterbewertung der Care-Berufe, EU-interne Ungleichheiten, das sind alles Sachen, die wir anpacken müssen. So ein Ansatz kann es nicht. Und noch schlimmer, die Rechten bieten irgendwelche Lösungen auf solche Fragen an. Also das ist so mein Punkt noch damit. Also wenn wir können möglicherweise kritisch sein gegenüber der Tatsache, dass die Rechten zum Beispiel in meinem Land, in Ungarn, Pflegearbeit komplett als Familienaufgabe und Frauenaufgabe ansehen. Aber so wie Sie darüber reden, entspricht viel mehr der Lebenswirklichkeit von vielen Frauen. Also sie bauen außerdem sehr viele Kitas aus. Also es ist nicht so, dass die Frauen einfach aus dem Arbeitsmarkt rausgenommen werden. Aber trotzdem fühlen sich viele in ihrer Würde viel mehr anerkannt. Oder in Polen, als diese 500 plus eingeführt wurde, das ist die größte Umverteilungsmaßnahme seit der Wende in Polen. Und das wurde, also diese sehr hohes Kindergeld, 150 Euro pro Kind. Und das wurde von Liberalen und Feministen als frauenfeindlich eingestuft, weil das eine Incentive bedeuten würde, dass Frauen nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt gehen. Aber gerade in der Krise der Sorgearbeit bedeutet das schon eine sehr große Anerkennung. Und ich bin mit dieser Richtung nicht einverstanden, aber dabei reicht nicht, wenn wir sagen, die Rechten verachten Frauenrechte, weil erstens viele Frauen erleben es nicht so, also sowohl in Ungarn als auch in Polen. Mehr Frauen unterstützen diese Parteien, also PiS und Fidesz, als Männer. Und zweitens haben wir bessere Lösungen. Also nur, und ich glaube, um bessere Lösungen zu haben, müssen wir auch diese Fragen wie Ungleichheiten oder Arbeitsmarkt oder Anerkennung von Care institutionell zu Hause anders auffassen. Vielen Dank. Terry, ich würde gerne fragen, die Grünen haben auch was zur Intersektionalität, haben das kritisiert, dass die EU-Kommission das als Schlagwort benutzt und keine greifbaren Initiativen zur Unterstützung diverser Gruppen bietet. Wie ist das gemeint? Angesichts der Tatsache, dass ich in 2 Minuten gehen muss, fasse ich das vielleicht mal zusammen, gemeinsam mit vielleicht auch ein paar Schlussworten, die ich schon mal an euch und Sie richte. Also ich glaube, es ist jetzt schon viel so ein bisschen dazu gesagt worden. Also ich will vielleicht erst nochmal positiv erwähnen, dass es überhaupt diese Perspektive gibt und dass es offensichtlich als politisches Ziel anerkannt worden ist, Diversität stärker wahrzunehmen. Das will ich erstmal auch anerkennen, ja, weil ich meine, dafür wird Helena Dalli niedergeschrien von einigen Leuten im Europäischen Parlament. Also ich glaube, das muss man sich auch einfach nur mal klar machen, dass es sozusagen dagegen natürlich auch eine Riesenfront gibt und dass es ganz viel politischen Incentive auch in der Kommission gäbe, das einfach so ein bisschen sterben zu lassen, einfach die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die in den Verträgen steht und immer wieder das und so. Und das wird nicht gemacht, also das ist schon mal positiv. Ich glaube aber auch in der Tat, dass es zum Teil, und das sieht man dann eben auch in diesen Kommunikationen, nicht zu Ende gedacht ist. Also dass es wirklich eine ganz neue Auseinandersetzung damit ist. Ich würde aber vielleicht so ein bisschen, also natürlich durch das Europäische Parlament, aber auch durch zivilgesellschaftliche Organisationen da auf so einen Lernprozess hoffen. Weil ich glaube, dass das halt ein zum Teil auch sehr schwerfälliger Tanker ist, so diese Institution, Kommission. Und da sitzen Leute, die sich auch zum Teil wahrscheinlich noch nicht jahrelang mit diesem Thema beschäftigt haben und da immer wieder ganz konkrete, wie das ja jetzt auch schon von Frau Kovac und Frau Rosin gekommen ist, was sind sozusagen die Learnings? Ja, was muss passieren, damit das dann auch wirklich in der Realität irgendwie ankommt und nicht einfach nur ein Schlag
Schlagwort bleibt, das sich irgendwie schön in Sonntagsreden mal sagen lässt, wir sind jetzt auch intersektional unterwegs, ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das würde ich vielleicht verbinden mit der Frage, was muss jetzt eigentlich kommen oder was sind sozusagen Schritte, von der ich glaube, wie wir die Kommission in Bewegung kriegen, stärker, aber auch alles Weitere feministisch. Und da würde ich schon sagen, dass es eben einen politischen Druck braucht. Also ich glaube, man kann in der Analyse wahnsinnig stark sein und wahnsinnig auf den Punkt, wenn es am Ende kein wenn niemand in der Kommission oder im Parlament oder im Rat einen politischen Preis dafür zahlt, wenn das nicht gemacht wird, dann passiert nichts. Und das ist, glaube ich, wichtig, sich immer wieder klarzumachen. Also es ist wahrscheinlich rübergekommen, die Situation ist auch nicht einfach. Ich glaube aber, und das ist was, das habe ich auch gelernt in diesen 6 Jahren im EP, es gibt sehr kluge Menschen in der Kommission. Ja, und über so Fragen, wie man eine Blockade im Rat überwindet, da kann man auch kreative Lösungen für finden. Ja, man kann nämlich auch so Regierungen wie Ungarn und Polen, wenn die Sachen blockieren, an anderen Stellen so weit ärgern, dass sie irgendwann diese Blockaden aufgeben. Und das ist, glaube ich, was, was in der Vergangenheit, gerade in der letzten Legislaturperiode, viel zu wenig gemacht worden ist, wo viel zu wenig auch reingeflossen ist, bewusst, gerade von den progressiven Ländern in der Europäischen Union auch. Es gab eine Frage im Chat noch zu was machen eigentlich Schweden und die Niederlande? Und da fragt man sich manchmal ja, was machen die eigentlich? Ne? Also, dass die sehr viel stärker auch zusammenarbeiten, um ein Gegengewicht aufzubauen. Und ich glaube, als letzten Punkt, dass es eben an vielen Stellen auch wichtig ist, Zähne zu zeigen und die Instrumente, die es gibt, auch wirklich zu nutzen, weil die Kommission meiner Wahrnehmung nach gegen diesen Backlash und gegen diesen Angriff an vielen Stellen sehr viel härtere Möglichkeiten hat, als sie das in der Vergangenheit eingesetzt hat, und dass sie dann eben damit sozusagen einerseits eine klare Kante zu zeigen, aber eben andererseits auch progressive Sachen dadurch vielleicht stärker nach vorne bringen zu können, eine erfolgreichere Strategie hätte, als sozusagen mit dem immer wieder tolle Ankündigungen machen, tolle Kampagnen haben, tolle Überschriften sammeln, aber halt dann in der Substanz, was Gesetzgebung angeht, was konkrete Maßnahmen angeht, was wirklich auch messbare Ziele angeht, sehr viel weniger zu bekommen. Also ich glaube, wir müssen wirklich an einigen Stellen, ich sage das nicht gerne, aber es ist so, wir müssen wirklich Hard Politics spielen und wir müssen das Thema eben so hoch auf die politische Agenda setzen, dass das auch dann wirklich am Ende gemacht wird. Ja, vielen Dank, Terry. Und schade, dass du schon los musst. Dann bedanke ich mich recht herzlich und würde gerne Henning fragen, wie sieht es denn aus im Publikum? Wir haben immer noch über 100 Leute, die dabei sind, die ich auch herzlich grüße. Und es gibt ein paar Fragen. Jetzt geht die Technik. Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Vielleicht da gehen wir thematisch noch mal kurz zurück. Wir sind ja eigentlich noch im Block Intersektionalität. Es gibt eine Frage von Richard Köhler an Karen van der Kerkhove und an Esther Kovacs. Zunächst an Karen van der Kerkhove. How will it be ensured that trans people are not falling in the cracks between the different units? So far, werde ich hier gerade. So, ich jetzt weiter. So far, the Gender Equality Unit has not addressed the specific vulnerability of trans people in gender-based violence, and the Non-Discrimination Unit did not feel competent to cover gender-based violence. Ich hatte gerade eine Rückkopplung im Augenblick. Der letzte Satz zu dieser Frage: Trans people face harassment, discrimination and violence exactly because they do not fulfill gender expectations. An Esther Kovacs noch die Frage: How does singling out trans people from not being protected by gender equality measures will help fight back against the conservative backlash in Eastern Europe, as you seem to suggest in your publication? Ich weiß nicht, wer da Dankeschön. Beginnen möchte. Ja, ich würde gerne Frau van der Kerkhove zuerst fragen und dann Frau Kovacs. Yes,
Yes, indeed, it's true that when we have talked about gender-based violence, we are mainly talking about violence against women and girls. And the reason for that is indeed that the statistics show that that proportionately it's mainly women and girls that are affected by violence. And our action, basically, because we started from the premise that we would, as EU, adhere to the Istanbul Convention, and the Istanbul Convention is about women and girls. That's how it shaped our preparations and action about gender-based violence. But in the LGBTIQ strategy, the harmful practices and the violence against trans people in particular is also definitely recognized. And perhaps I also wanted to say just a few comments on this intersectionality. Now, I think it's the first time that it's features so prominently, on the EU gender equality strategy. And of course, now, as I said, it's a challenge now to operationalize it. But it's not that nothing is happening. And I just give you a very concrete example of how we are now reflecting on a very concrete case of intersectionality. As I said, told you before, we are preparing this pay transparency initiative. As you know, for those of you who are lawyers, you know that under EU law, you show discrimination by comparing your own situation to that of a person of the different sex. Yeah, that's what you do. But what do you do in a case of gender pay discrimination when you're both a woman and you're Black? Or you're both a woman and you're disabled, how do you find the person to whom you should compare yourself to? Should you look for a white man, or should you, so the and how do you, will you, or just should you look for a Black man? So all these questions arise, and it's a real challenge. And many people have speak about intersectionality, but I rarely hear like very concrete suggestions of what actually in practice we should do to overcome the obstacles to take into account in the intersectional dimension of discrimination. What I also briefly want to mention. Kurz, bitte noch. Ja, weil wir müssen, in Anbetracht der Zeit bitte ich Sie um kurze Antwort nochmal und dann müssen wir weitergehen. Just finish your thought and then. Okay. Just also to mention that it was mentioned by Ms. Reintke that we can find creative solutions to unblock situations in the council. But I would like to mention that in some cases, the opposition comes from, you would be surprised sometimes from which member states they come. Yeah, it's not always like from Hungary or Poland or countries where you might think you might have difficulty. We have opposition from Sweden. We have opposition from the Netherlands. We have opposition on very big files from Germany. And mainly because of principled reasons. Principled reasons. You cannot find creative solutions for principled reasons. And I think that's important that we highlight this as well, that this and why it is so difficult to move forward on gender equality matters at the EU level. Ja, vielen Dank, Frau Kovac. Bitte auch an Sie die Bitte, sich kurz zu halten. Das wird schwierig sein. Ja, ich schalte mich wieder mit dem Kopf aus. Ja, also mein Punkt war, wenn wir die rechte Erstärkung der rechten Erstärkung etwas entgegensetzen sollen, dann nicht auf der oberflächlichen Ebene, sondern auf der Ebene, wo die Wählerinnen und Wähler ihre Spannungen in dem Alltag erleben und dass man nicht einfach in eine Twitter-Solidaritätskundgebungen sich für Frauenrechte oder LGBT-Rechte einsetzt. Aber ich verstehe schon die Provokation der Frage. Und
Also ich beobachte mit sehr großer Besorgnis, was in meinem Land oder in Polen vorgeht, dass gegen Minderheiten gehetzt wird. Und mal diese Minderheit ist dran, mal eine andere. Ob es Migranten sind, schwule Menschen, Transmenschen. Also das ist, und dass Menschen in Angst leben müssen deshalb. Also ich bin sehr, sehr, sehr dagegen. Aber ich glaube auch, dass wir in dem sogenannten progressiven Lager tatsächlich keinen Konsens haben über bestimmte Fragen. Und dafür müssen wir irgendwie einen Weg finden, darüber zu diskutieren. Also die Istanbul-Konvention, und das eine davon ist, was bedeutet Gender? Und das will ich nicht als theoretische Diskussion hier lange ausführen, nur als Beispiel. Die Istanbul-Konvention, die jetzt so heftig angegriffen wird, definiert Gender als sozial konstruierte Rollen, Verhaltensweisen, Aktivitäten und Eigenschaften, die eine Gesellschaft für Männer und Frauen angemessen erachtet. Also die Konvention geht von Frauen und Männern aus und Gender bedeutet die Genderrollen. Aber viele verstehen Gender in dem Sinne von gefühlter Identität. Und wahrscheinlich gibt es noch andere Definitionen. Und ich glaube, die Rechten instrumentalisieren diese Mehrdeutigkeit und diese Spannungen. Und in diesem Sinne, wie die Istanbul-Konvention das versteht, kann man Gender nicht ändern. Man kann nicht einzeln sich aus Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Erwartungen aus identifizieren oder so. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir dort einen Diskussionsbedarf haben, und das können wir nicht sagen. Ich glaube, wir können sowas nicht sagen, dass, weil die Rechte jetzt da sind, deshalb sollten wir keine Diskussionen führen. Ich glaube, da haben wir wirklich ein Problem zwischen und auch Spannung zwischen unterschiedlichen Bewegungen, Auslegungen, Prioritäten und so weiter. Danke. Ich möchte noch auf einen weiteren Kommentar hinweisen, der von Keenan Russell uns daran erinnert, dass auch Transfrauen und Transmädchen Frauen und Mädchen sind. Das ist, glaube ich, an Frau van der Kerkhove gerichtet, dass diese Priorisierung natürlich auch an Transfrauen und Mädchen, also das GBV, also Gender-Based Violence, hier steht es ja auf Englisch, the text of the convention cannot be used as an excuse to not address GBV directed to trans women and girls. Also genau, also das einfach nochmal auch zur Erinnerung, und ganz sicher ist auch zu sagen, ein klares Standing, dass alle Gruppen einbezogen sind, wäre vielleicht auch hilfreich von Seiten der EU-Kommission, im Sinne auch don't leave anybody behind, in dem Schlagwort. Frau Ahrens, Sie hatten sich auch noch gemeldet, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal fragen kann. Ich habe auch eine Frage, die schon mit in die Richtung, in die letzte Frage geht, die wir haben. Ich habe noch eine Frage an Karin van der Kerkhove. Und zwar, weil Sie das ja so beschrieben haben mit der Taskforce und so. Ich meine, bis vor einiger Zeit gab es ja noch die High-Level-Group von Commissioners on Gender Equality, Anti-Discrimination and so on. Also es gab schon mal so ein Konstrukt, wo Kommissare und Kommissarinnen zusammen drin saßen. Die ist abgeschafft worden. Die Taskforce, wenn ich es richtig verstehe, ist auf quasi einer hohen Führungsebene angesiedelt. Da würde mich nochmal interessieren, aus der Erfahrung, die man bisher oder was wir so wissen, sind denn tatsächlich alle Generaldirektionen aktiv beteiligt? Also ich meine, es gibt ja so übliche Verdächtige, Wirtschaft, Budget und so weiter, die dann immer nicht erscheinen. Sind die jetzt dabei? Und dann vielleicht nochmal, weil es ja um die Frage ging, wie geht man voran? Was kann man eigentlich machen? Ich meine, gibt es eine Idee, dass sich die Kommission ein Beispiel an dem Europäischen Parlament nimmt? Das Europäische Parlament hat sich selbst zu Gender Mainstreaming verpflichtet, und in diesem Jahr haben alle Ausschüsse oder in dieser Legislatur haben alle Ausschüsse einen Gender Action Plan vorlegen müssen. Ist es geplant, dass alle Generaldirektionen einen Plan vorlegen, wie sie das in ihren Politiken machen wollen, auch aus intersektioneller Perspektive? Und dann die Frage natürlich, die sich dann stellt, woher haben die Leute die Expertise?
Also gibt es Trainings? Was wird dort gemacht? Und wie wird dann mit Zivilgesellschaft zusammengearbeitet? Also ich meine, auch da ist es ja bekannt, dass vorrangig große Dachorganisationen eingeladen werden, einbezogen werden. Wie sieht es da aus? Sozusagen gibt es auch Mittel dafür, endlich mal zivilgesellschaftliche Organisationen, die keine Ressourcen haben, die keine Stimme haben, die ansonsten selten auf dieser supranationalen Ebene sich beteiligen können, die einzubeziehen. Also was, wie ist das konkret geplant, technisch? Wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt intersektional denken, dann kann es ja, also ohne der Frauenlobby zu nahe treten zu wollen, aber da muss es ja mal irgendwie darüber hinausgehen. Danke. Vielen Dank. Das ist wirklich die perfekte Überleitung zum letzten Block und ich bitte auch um kurze Antwort und vielleicht können Sie sie gleich verbinden, Frau van der Kerkhove, mit unserem letzten Block, der darum geht, um Druck und Beteiligung von Zivilgesellschaft, also was Terry, bevor sie ging, schon angesprochen hat, was braucht es, wie können denn Bewegungen, feministische Bewegungen, Parteien, andere zivilgesellschaftlichen Organisationen dazu beitragen, mehr Druck auszuüben, dass Gleichstellungspolitik in Deutschland und EU nicht in den Hintergrund rückt. Genau, was muss dazu getan werden? Und ich bitte Sie dann reihum, diese Antwort auch nochmal als Schlusskommentar zu nehmen. Shall I start? Yes. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yes, and thanks for the question. You're entirely right, Ms. Ahrens. It's things will not change overnight, right? I think the advantage of having the task force is that we now have a dedicated service in the Commission that is whose aim it is to follow up on the actions of all the sectorial in all the sectorial areas. Yes, at the time when the gender equality strategy was adopted, I already indicated there was a call on all the new commissioners to come forward with actions, with what they would do to mainstream gender in their portfolio, yeah, in the policy area of their portfolio. We have a list of more than like 100 actions, yes. Will they all do it? I don't know. And I really hope that the task force will follow them up and will monitor what they have committed to do. From my experience up to now, it is clear, very clear, that the action in sectorial areas really has a lot to do with the commitment of the person who is on the top. It is the commissioner who is on the top of a certain policy. If that commissioner is committed to gender equality, things move. For instance, I just gave an example under the previous commission, Commissioner Malmström. I mean, we have never seen so much action on areas of gender equality in the transport area than under Commissioner Malmström. The same when she became Commissioner for Trade. You know, now we are negotiating a chapter on gender equality in a trade agreement with Chile. You see, so on the other hand, there are other commissioners who are much less committed to gender equality still. And then you see also that the actions at the operational level don't take the same gender sensitive approach. Now, how to involve civil society? It's true. It's a structural problem. Of course, in our area, we have an advisory committee on gender on equality between women and men, where we have representatives from member states, representatives from international organizations like Council of Europe, UN Women, and representatives from civil society. So we have a structure to be in touch with civil society. But I agree that this is not something that exists in all sectorial areas, that is clear. Juliane Rosin?
muss noch schnell meinen Kanal ändern. Bevor ich es vergesse, können wir diese Liste sehen? Diese Secret List mit den 100 Aktivitäten, die schon mehrfach genannt wurde, die würde ich doch wirklich sehr gerne mal sehen, wenn das möglich ist und die Kommission das rausgibt. Das wäre doch ganz großartig. Was können wir tun? 2020 war das große Jahr der internationalen Gleichstellung. Zumindest wurde es ganz groß angekündigt. Wir haben noch Ende 2019 40 Jahre CEDAW gefeiert. Wir haben letztes Jahr 25 Jahre nach Peking gehabt, 5 Jahre nach den SDGs, 20 Jahre nach 1325. Jetzt dieses Jahr ist 10 Jahre Istanbul-Konvention. Also es hat so eine unglaubliche Häufung von Aktivitäten gegeben und ganz viele einzelne Veranstaltungen dazu. Und was können wir machen, um den Druck aufrechtzuerhalten? Ich glaube, die Zivilgesellschaft jetzt nur aus unserer Perspektive und welche Aufgaben wir als Lobby der Frauen sehen, ist einfach möglichst diese verschiedenen Prozesse zusammenzuknüpfen und zu schauen, welche Themen sind in welchen relevant, wo wird uns gerade zugehört und nicht überall das Rad neu zu erfinden, sondern zu gucken, dass das alles einfach zusammenpasst und das natürlich angepasst an die aktuellen Ereignisse. Und da haben wir halt immer noch eine Pandemie. So, also sprich jetzt nur der Deutsche Frauenrat, über, wir sind Gründungsmitglied auch der EWL, das heißt, wir sind da intensiv drin, kriegen die Diskussionen mit. Wir sind in den frauenspezifischen Dialogen sowohl der G7 als auch der G20 mit drin. Wir sind jetzt verfolgen intensiv das Generation Equality Forum oder die Foren, die ja jetzt passieren anlässlich von Peking 25 und versuchen, so viel wie möglich davon transparent zu machen für die, die jetzt gerade nicht mitmachen können. Versuchen, Dialogforum vor Ort anzubieten und zu sagen, kommt, wir möchten eure Informationen, eure Gedanken dafür mitnehmen und schauen, dass wir sie woanders reinbringen. Und ich meine, vielleicht ist das tatsächlich auch einer der wenigen Vorteile, die die Pandemie mit sich gebracht hat, die Tatsache, dass ganz viel jetzt einfach digital stattfindet. Letztes Jahr musste die Commission on the Status of Women, die Frauenrechtskommission in New York, ja leider ausfallen, obwohl sich über 10.000 Repräsentantinnen angemeldet hatten. Es war, ja, es war tatsächlich sehr dramatisch. Und dieses Jahr können wir alle digital teilnehmen. Wir müssen uns nur kurz auf die andere Zeit einstellen und ein bisschen später ins Bett gehen. Aber grundsätzlich können wir da sein. Und ich glaube, diese Möglichkeiten müssen wir einfach nutzen. Und eine Sache noch ganz kurz zur Istanbul-Konvention, weil verschiedene Leute schon was dazu gesagt haben. Ich möchte einfach nur die Sendezeit nutzen, um nochmal auf Artikel 4 der Istanbul-Konvention Absatz 3 hinzuweisen, wo explizit drin steht, dass weder das biologische noch das soziale Geschlecht ein Diskriminierungsgrund sein darf. Das finde ich sehr wichtig. Und in der ganzen Diskussion sollte man das nochmal beachten. Und ein zweiter Satz, meines Wissens sind alle EU-Staaten auch, haben auch CEDAW ratifiziert und sind intensiv in der Umsetzung. Und der CEDAW-Ausschuss sagt explizit auch, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht hinnehmbar ist und da es nicht weiter definiert, wie genau eine Frau auszusehen hat, sondern im Gegenteil, der CEDAW-Ausschuss motiviert explizit auch Personen, die inter, trans oder in sonstiger Weise nicht klar binär zugeordnet sind, sich zu beteiligen an den ganzen Prozessen. Also insofern denke ich, wir haben uns als Gemeinschaft schon auf viele wichtige Papiere geeinigt. Und die müssen wir jetzt auch wirklich gut umsetzen. Und da sind wir als Zivilgesellschaft auf jeden Fall sehr redewillig, wie Sie gerade sehen. Gut. Ja, vielen Dank, Esther Kovac. Ja, ich würde die Frage von wo ganz anders mich daran annähern, also wegen Druck ausüben und was erwarten wir von europäischer Politik oder wer soll da was machen. Ich drücke etwas aus, was gegenüber der EU und auch wenn wir in dieser Runde sind in Deutschland und ich aus Ungarn komme, an Deutschland gerichtet. Also es gab diese während der deutschen Ratspräsidentschaft diese Einigung über den Haushalt und über den Covid-Hilfepaket. Und ursprünglich war der Gedanke, dass es an Rechtsstaatlichkeitskriterien geknüpft wird. Und ganz am Ende, am 10. Dezember, gab es diesen unsäglichen Kompromiss. Das wurde zwar abgeschlossen, aber faktisch suspendiert, bis der Europäische Gerichtshof darüber entscheidet. Bis er entscheidet, darüber sind die ungarischen Wahlen schon vorbei. Also danke, Fidesz ist wieder an die Macht geholfen worden. Und das ist am 10. Dezember passiert und am 14. Dezember hat der ungarische Außenminister eine große Daimler-Investition angekündigt in Ungarn und der ungarische Staat wird dabei 42 Millionen Euro Finanzspritze gewähren. Also der Mercedes baut sich weiter in Ungarn aus. Also man muss wissen, dass 5% der ungarischen GDP, der BIP,
von der deutschen Automotivindustrie kommt. Also das, und der wirtschaftliche Erfolg des Landes ist eine der Hauptlegitimationsquellen der Regierung. Und vielleicht war es diesmal nur ein Zufall, dass 4 Tage später das angekündigt wurde. Auf jeden Fall hat investigativer Journalismus und Wissenschaft sehr viel darüber aufgedeckt, wie deutsche Wirtschaft und ungarische Politik verzahnt sind. Also da findet man sehr viel dazu. Ich finde das jeden Tag sehr, ich werde sehr zynisch, wenn ich darüber höre, dass jemand über europäische Werte redet und dann diese Sachen einfach seit 10 oder 11 Jahren zugehen. Also das, was in Ungarn oder in Polen passiert, ist teilweise natürlich von Ungarn gebaut, und aber teilweise von der EU aufrecht erhalten. Also wenn man auch Gleichstellung haben möchte, dann sollte man vielleicht auch in die Richtung darüber nachdenken, wann wird es Frauen auch besser gehen. Also dann Druck auf Audi, Druck auf BMW, Druck auf Mercedes, Druck auf CDU, auf Europäische Volkspartei. Und weil das, die schreiben auch das Arbeitsgesetzbuch, und das ist einfach sehr viel hängt mit diesen Zusammenhängen zusammen, und allein über Werte zu reden, hilft nicht, gerade diese großen Fragen anzupacken. Also das wollte ich noch am Ende sagen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich wollte auch noch Dr. Petra Ahrens kurz das Wort geben, wenn sie möchte. Ja, das ist ja sehr nett, dass ich noch einmal kurz was kommentiert habe. Das freut mich doch sehr. Und vielleicht noch anknüpfend an die letzten Kommentare. Also zum einen, natürlich ist irgendwie bewusst, dass nicht alle Gender-Expertinnen sind, weil sonst würde es nicht mit der Politik so laufen, wie es läuft. Ich finde es aber schwierig, das als Freiwilligkeit oder Vorlieben persönlich von KommissarInnen zu sehen und zu akzeptieren und zu sagen, okay, wenn die jetzt nicht wollen, dann wollen sie halt nicht, weil es ist offensichtlich ja eine gewollt von der Kommissionspräsidentin, und ich denke, da muss man einfach mal drüber nachdenken, wie man dafür sorgt, dass, wenn selbst das nicht von der Position von KommissarInnen unterstützt wird, dann wenigstens dafür sorgen, dass es nicht blockiert wird weiter. Und auch nochmal zur Frage von Zivilgesellschaft. Ich fand es auch wichtig, was Juliane Rosin gesagt hat, dass natürlich dadurch, dass es jetzt doch mehr Online-Varianten gibt, es auch Möglichkeiten eröffnet, anderen Leuten eine Stimme zu geben. Und fände es sehr schön, wenn sozusagen, um mal selbstkritisch auch zu sein, ist es dann nicht immer überwiegend weiße privilegierte Frauen sind, die dann ihre Stimme da äußern können, sondern es einfach sehr viel breiter mal aufgestellt werden würde. Das fände ich bemerkenswert, wenn das im Zuge der intersektionalen Strategie der Europäischen Union funktionieren könnte für die Zukunft irgendwann. Danke. Ja, vielen Dank. Und wir müssen nun in Anbetracht der Zeit zum Ende kommen. Ich finde, wir haben viel gelernt und auch, dass es noch ein langer Weg ist bis zur tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter, das aber notwendig ist für eine starke Demokratie. Und ich finde auch, trotz des digitalen Settings ist es uns gut gelungen, eine lebendige Diskussion zu führen. Und für die aktive Beteiligung möchte ich mich auch bei unserem tollen Publikum bedanken. Es waren immerhin immer mehr als 100 Leute dabei. Herzlichen Dank. Und mein Dank geht natürlich auch an alle Gäste, an die DolmetscherInnen und natürlich an Henning von Wagen und dem Gunda-Werner-Institut für die Initiative, Konzeption und Organisation der Veranstaltung. Und an ihn übergebe ich auch für die Schlussworte und verabschiede mich hiermit. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte mich bedanken bei allen Mitwirkenden, bei unserem Podium. Vielen Dank. Ich fand es auch eine lebendige Diskussion. Es sind natürlich viele Fragen offen geblieben, aber das Thema begleitet uns ja in den nächsten Jahren weiter, auf jeden Fall. Vielen Dank an dich, Caroline, für die Moderation. Ich möchte mich auch bedanken nochmal bei allen denen, die jetzt nicht auf dem Bildschirm sichtbar waren, im Hintergrund die Technik machen, das Dolmetschen. Das ist alles ganz wichtig. Ohne das könnten wir solche Diskussionen gar nicht führen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Auch an Sie im Publikum, dass Sie so lange durchgehalten haben. Wir haben auf unserer Website vom Gunda-Werner-Institut auch vielfältige Informationen. Besuchen Sie unsere Website, da finden Sie sicherlich das ein oder andere, auch zum Thema Europa, zum Beispiel ein Dossier zum Thema Anti-Gender-Bewegung in Europa. Und wir werden die Aufzeichnung dieser Veranstaltung auch auf die Website stellen, sodass Sie dann auch in 2, 3 Wochen spätestens
dann auch das ein oder andere nochmal da nochmal reinhören können. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal in diesem oder einem anderen Theater. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.